Deutschland 1918. Der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Start ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Oder wollten zu viele das eigentlich gar nicht? Die Weimarer Republik, von Anfang an chancenlos oder verraten von den eigenen Bürgern? Am Anfang steht der verlorene Erste Weltkrieg und die Unfähigkeit der führenden Militärs, die Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen. Hindenburg und Ludendorff schieben die Schuld der Politik in Berlin zu. Vor allem der SPD unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Ebert. Gefährliche Verschwörungstheorien machen die Runde. Es wird gelogen, betrogen und diffamiert. Die Siegermächte zwingen Deutschland abzurüsten. Das empfinden viele Deutsche als demütigend. Im Geheimen wird das Waffenverbot umgangen und schon der nächste Krieg geplant. Herbst 1918. Nach 4 Jahren Weltkrieg sind Deutschlands Kräfte am Ende. Die führenden Generäle sehen ein, dass Weiterkämpfen sinnlos ist. Anfang Oktober informieren sie die Spitzen der Parteien und Reichskanzler Max von Baden. Die Nachricht ist für alle ein Schock. Jetzt kommt in der Weimarer Republik noch eines hinzu, nämlich die traumatische Erfahrung dieses verlorenen Krieges. Und den Krieg, vor allem die Niederlage im Krieg, haben die Deutschen nie wirklich angenommen. Selbst eigentlich gut informierte Spitzenpolitiker wie Friedrich Ebert von der SPD und Gustav Stresemann von den Liberalen fallen aus allen Wolken. Immerhin stehen deutsche Truppen noch tief in Frankreich und die Militärs hatten bislang nur von Sieg gesprochen. Doch nach dem Kriegseintritt der USA 1917 hat sich das Kräfteverhältnis entscheidend verändert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die deutsche Westfront zusammenbricht. Das hatte man der Heimat bislang verschwiegen. Andere sollen jetzt die Suppe auslöffeln, die der Kaiser und Hindenburg den Deutschen eingebrockt haben. Die Mehrheitsparteien des Reichstags und an ihrer Spitze die SPD. Hindenburg verlangt von den Politikern unverzüglich Waffenstillstandsverhandlungen mit den Westmächten aufzunehmen. Kaiser Wilhelm II. Erfährt davon erst hinterher. De facto ist er längst entmachtet. Wilhelm flüchtet zu Hindenburg ins Hauptquartier der Armee. Er hat nichts anderes mehr zu tun, als Orden zu verteilen. Der Countdown für eine neue Zeit beginnt. Eine armen Küche in Berlin. Die Menschen wissen noch nichts von der drohenden Niederlage. Sie hören nur vom kommenden Siegfrieden. Doch an Sieg glaubt hier schon lange keiner mehr. Die Menschen haben Hunger. Armen Küchen sind für viele die letzte Rettung. Die Tagesrationen werden immer weiter reduziert. Deutschland ist kriegsmüde. Soldaten und Zivilisten. Sie wollen nur noch Frieden und endlich mal wieder satt werden. Einzigartige Erinnerungen an diese dramatische Zeit geben Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen wieder. Und dass der Krieg verloren war, das hat sich eigentlich wohl mehr so herumgesprochen, möchte ich beinahe sagen. So eine ganz, wenn ich heute überlege, ganz merkwürdige Situation. Die entscheidende Wende bringt ein Matrosenaufstand in Wilhelmshaven Ende Oktober. Die Friedensverhandlungen laufen schon. Aber die Marineleitung will noch eine Art letztes Gefecht gegen die britische Flotte, um ihre Ehre zu retten, wie es im Jargon der Offiziere heißt. Doch die Matrosen bekommen Wind vom Angriffsplan.
Sie löschen die Feuer unter den Kesseln und zerstören die Ankerlichtmaschinen. Der sinnlose Opfergang der Kriegsschiffe wird dadurch unmöglich gemacht. Die Matrosen tragen den Aufstand weiter ins Land hinein. Sie rennen offene Türen ein. Keiner verteidigt mehr die alte Ordnung. Im ganzen Reich übernehmen sogenannte Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. München macht den Anfang. Der linke Politiker Kurt Eisner erklärt König Ludwig für abgesetzt und ruft die Republik aus, den Freistaat Bayern. Die Monarchie zerbricht im Nu. Auch in Berlin. Reichskanzler Max von Baden hängt sich ans Telefon. Er versucht, Kaiser Wilhelm zum Thronverzicht zu überreden. Das fordern die Alliierten als Bedingung für einen Waffenstillstand. Wilhelm zögert. Da verkündet der Kanzler eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und übergibt die Macht im Reich an SPD-Chef Friedrich Ebert. Kaiser Wilhelm verschwindet quasi über Nacht nach Holland ins Exil. Ja, es ging darum, wer dem Kaiser eigentlich geraten hat, ins Ausland zu gehen. Und mein Großvater hat dann schließlich einen etwas gewundenen Brief an den Kaiser geschrieben und seine Mitverantwortung bekannt. Die Novemberrevolution breitet sich im Eiltempo aus. Demonstranten im grauen Novemberwetter am Brandenburger Tor. Politisch haben sie kein klares Ziel. Nur in einem sind sich alle einig. Die Monarchie muss weg. Alles kommt jetzt auf die Sozialdemokraten an. SPD-Spitzenmann Philipp Scheidemann tritt am 9. November um 14 Uhr an ein Fenster des Reichstags. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Kurz darauf steht Karl Liebknecht, Anführer des marxistischen Spartakusbundes, vor dem Stadtschloss in Berlin. Auch er ruft eine Republik aus. Die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Die doppelte Ausrufung der Republik ist eine schwere Hypothek für den Neuanfang. Die SPD hat sich gespalten. In die gemäßigte Mehrheits-SPD und die weiter links stehende sogenannte unabhängige SPD. Die Mehrheits-SPD will eine parlamentarische Demokratie, nach westlichem Vorbild. Die USPD und der Spartakusbund eine Räterepublik, nach sowjetischem Muster. Die Revolution hat ein neues politisches System auf die politische Agenda gesetzt, nämlich die Vorstellung eines Experimentes mit dem Modell einer Räteherrschaft, wie es in Russland in der Revolution des Jahres 1917, in beiden Revolutionen des Jahres 1917, vorexerziert worden war. Die beiden sozialdemokratischen Parteien vertagen aber ihre grundsätzlichen Differenzen. Der Staat braucht erstmal eine neue Regierung. Mit der USPD bildet SPD-Chef und Reichskanzler Friedrich Ebert den Rat der Volksbeauftragten, die erste Regierung der jungen Republik. Ihm gehören je drei Vertreter von SPD und von USPD an. Erste Regierungsaufgabe, den Krieg beenden. Eine Delegation unter Staatssekretär Matthias Erzberger reist zu Waffenstillstandsverhandlungen ins alliierte Hauptquartier bei Paris. Die Deutschen glauben an das Versprechen von US-Präsident Wilson vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Doch die Franzosen setzen sich durch. Sie wollen vor allem Sicherheit vor einem erneuten Angriff der Deutschen. Und deshalb den Nachbarn so weit wie möglich schwächen. Die deutsche Delegation unterschreibt notgedrungen. De facto ist es eine Kapitulation. Am 11. November 1918 um 11 Uhr schweigen die Waffen. Die Soldaten an der Front verbrüdern sich mit dem Feind von gestern. In der Heimat entbrennt ein erbitterter rot-roter Bruderkampf. Friedrich Ebert und die SPD halten am Ziel der parlamentarischen Demokratie fest. Die freie Marktwirtschaft soll erhalten bleiben.
Die Linken mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wollen ein Sowjetsystem und die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien. Für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen gehen beide Seiten buchstäblich über Leichen. Die Spaltung der deutschen Linken ist ein schwerer Geburtsfehler der Republik. USPD und Spartakusbund schließen sich zur Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, zusammen und schlagen los. Im Januar 1919 versuchen sie im sogenannten Spartakusaufstand ihre Ziele gewaltsam durchzusetzen. Brutale Straßenkämpfe finden vor allem im Berliner und Münchner Regierungsviertel statt. In die bürgerlichen Viertel der Vorstädte dringt der Krieg der Linken nur selten vor. Also in Langwitz ist aber nie was los gewesen. Und es wurde gerüchtweise erzählt, ja, am Marstall sind große Kämpfe im Gang und sowas. Wir haben tatsächlich da wie auf einer abgeschlossenen Insel gelebt und haben von diesen Sachen kaum was mitgekriegt. Die Folgen des Krieges sind überall spürbar, auch wenn die Front außerhalb Deutschlands verlief. Mein Großvater war in Verdun im Ersten Weltkrieg. Wir ahnen, er ist, glaube ich, traumatisiert zurückgekommen. Gehörte zu den Männern, die so verstört waren, dass sie nicht mehr richtig funktioniert haben. Man erzählt, dass ein Psychiater ihm eine Ohrfeige gegeben hat, damit er wieder ein richtiger Mann wird. Das hat dann einigermaßen funktioniert. Die Versorgungslage ist katastrophal. Menschen durchwühlen den Müll auf der Suche nach Essbarem. Hunger und Mangelernährung treffen vor allem die Kinder. Viele infizieren sich mit der sogenannten spanischen Grippe. Sie fordert von 1918 bis 1920 weltweit über 25 Millionen Tote. Die spanische Grippe hatte auch in den Schützengräben gewütet. Amerikanische Soldaten hatten sie nach Europa eingeschleppt. Die Seuche trifft auf die Jungen und Starken und verschont die Älteren. In Deutschland steht die SPD-Regierung mit dem Rücken zur Wand. Gegen die Gewalt der Kommunisten greift sie ausgerechnet auf Kräfte der alten Zeit zurück. Reste der kaiserlichen Armee und sogenannte Freikorps. Die meisten Kämpfer sind Gegner der Demokratie. Finanziert werden sie von Großgrundbesitzern und Industriellen. Wo sie kämpfen, hinterlassen sie eine Spur des Terrors. Gemeinsam ist Regierung und Freikorps nur der Kampf gegen die Rote Revolution. Ihr folgenschweres Bündnis wird das politische Klima über Jahre vergiften. Bis zum Ende der Weimarer Republik. Der erste große Freikorps-Einsatz soll den Spartakusaufstand in Berlin beenden. Angeführt werden die rechten Milizen ausgerechnet von einem SPD-Mann. Reichswehrminister Gustav Noske, der Bluthund, wie er sich selbst bezeichnet. Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfen, angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Er marschiert mit seiner Söldnertruppe die Potsdamer Straße entlang zum Berliner Zentrum. Mit viel Blutvergießen schlagen die Freikorps den Roten Aufstand nieder. Die Anführer des Spartakusbundes, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, werden per Steckbrief gesucht. Darauf steht: Schlagt ihre Führer tot, tötet Liebknecht. Rechte Offiziere unter Führung des Hauptmanns Waldemar Papst setzen das in die Tat um. Sie erschießen Liebknecht und Luxemburg nach deren Festnahmen. Die Leichen werden in den Landwehrkanal geworfen. Die offizielle Pressemeldung behauptet, Liebknecht sei auf der Flucht erschossen, Luxemburg von der Menge getötet worden. Die Täter werden nicht bestraft. Nur einer muss 2 Jahre in Haft. Reichswehrminister Noske weiß von dem Mord. Beim Beerdigungszug wird für Rosa Luxemburg stellvertretend nur ein Bild getragen. Ihre Leiche ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Der Tod der beiden Galionsfiguren ist ein schwerer Schlag für die KPD. In München wird der USPD-Ministerpräsident Kurt Eisner auf offener Straße von einem Monarchisten erschossen. Ich habe auch gesehen, wie der Kurt Eisner erschossen worden ist.
ich nicht gesehen habe, es aber nicht mehr. Das war vis-à-vis vom Bischöfling Palais in München. Da ist er erschossen worden, da war eine Blutlache nur am Boden. Und da ist ein Jagdhund hin, hat dann den Blut geschleckt, den hat dann hat ihn erschossen, den Hund. In der bayerischen Hauptstadt wird eine sozialistische Räterepublik ausgerufen, aber schnell von Regierungstruppen niedergeschlagen. Dabei geht das Freikorps Werdenfels aus der Gegend von Garmisch besonders blutig vor. 600 Menschen sterben. Der Versuch einer Revolution nach russischem Vorbild ist gescheitert. Deutschland wird Demokratie. Die Stimmung schwankt zwischen Trauer und Optimismus. Im Januar 1919 wählen die Deutschen eine verfassungsgebende Nationalversammlung. Zum ersten Mal dürfen auch Frauen wählen. Die Zahl der Wahlberechtigten verdoppelt sich. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist politisch interessiert, denn es geht um viel. Wer soll die junge Republik regieren? Die Wahlbeteiligung liegt bei stolzen 83%, bei den Frauen sogar über 90%. Die meisten Stimmen bekommt die SPD. Da gibt es Fotos von Wahllokalen. Da können die Parteien heute von träumen. Da stehen sie alle mit Hüten und Kostümen und ihren Täschchen und sind sehr aufgeregt und gehen leidenschaftlich gerne wählen, weil sie sich natürlich erhoffen, von diesem Recht aufs Wählen eine wirkliche gesellschaftliche Partizipation. Heute können wir sagen, manchmal würde ich mir ein bisschen die Keckheit dieser Mädels da auf dem Kudamm wünschen. Und gleiches freies Wahlrecht eingeschafft und alle diese Dinge. Die Ansicht, dass der neue Staat der Staat des Volkes sei und nicht mehr der Staat des Kaisers, der hat mächtig Auftrieb gegeben und da haben doch viele, viele Menschen daran mitgearbeitet. Im Februar 1919 treten die Abgeordneten der Nationalversammlung zusammen. Nicht in Berlin, sondern im Nationaltheater von Weimar. Hier kann die Sicherheit besser gewährleistet werden als in der Hauptstadt. Der Schauplatz Weimar soll aber auch ein Signal setzen. Nach dem Militarismus der Kaiserzeit orientiert sich Deutschland wieder am menschenfreundlichen Geist von Goethe und Schiller. Erste Amtshandlung ist die Wahl des neuen Staatsoberhauptes. Friedrich Ebert wird mit überwältigender Mehrheit zum ersten Reichspräsidenten gewählt. Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Was tut Friedrich Ebert? Er versöhnt die im Grunde revolutionäre Sozialdemokratie mit der bürgerlichen Republik, die 1918-19 entsteht. Das ist eine ganz weitreichende politische Integrationsleistung, die Ebert hier ganz persönlich in hohem Maße mitvollbracht hat. Ebert beauftragt seinen Parteifreund Philipp Scheidemann mit der Regierungsbildung. Die SPD, die Liberale Deutsche Demokratische Partei DDP und die Christdemokratisch-Katholische Zentrumspartei bilden eine Regierung. Die drei Parteien vereinen drei Viertel der Wählerstimmen auf sich. Sie bilden für lange Zeit die sogenannte Weimarer Koalition und machen sich als erstes an die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Auf der anderen Seite herrschte aber ein breites Misstrauen gegen die Herrschaft des Parlaments. Und das Ergebnis dessen war, dass man in diese Verfassung eine Doppelstruktur eingezogen hat, der Parlamentsherrschaft auf der einen Seite, aber auch einer Reserveverfassung durch einen starken Präsidenten auf der anderen Seite. Ein Geburtsfehler der Republik,
der am Ende tödlich wird. Die Nationalversammlung debattiert auch über die Verantwortung für den verlorenen Krieg. Der Ausschuss für Kriegsschuldfragen lädt 1919 die Galionsfigur der geschlagenen Armee vor, Paul von Hindenburg. Der erklärt wider besseren Wissens, die Truppe sei im Felde unbesiegt geblieben und sei nur deshalb besiegt worden, weil die Revolutionäre in der Heimat ihr in den Rücken gefallen seien. Es ist die Geburt der sogenannten Dolchstoßlegende, die eigentlich keine Legende, sondern eine glatte Lüge ist. Sie richtet sich auch gegen die SPD, also die neue Reichsregierung. Es ist eine der größten Lügen der deutschen Geschichte. Ausgerechnet von Hindenburg, der selbst im Herbst 1918 unter allen Umständen Waffenstillstandsverhandlungen gefordert hatte. Erst danach war die Revolution ausgebrochen. Die Dolchstoßlüge fällt trotzdem bei all jenen auf fruchtbaren Boden, die die Niederlage nicht wahrhaben wollen. Die Soldaten standen doch noch tief im Feindesland und kamen geordnet nach Hause, nicht als fliehender, desolater Haufen. Nährboden für eine Verschwörungstheorie, die sich länger halten wird als die erste deutsche Demokratie. Und damit ist völlig in den Hintergrund getreten die Verantwortung für die Kriegsniederlage, dass sie bei den militärischen und politischen Eliten des untergegangenen Kaiserreiches gelegen hat. Natürlich hat man nie die Namen derer benennen können, die denn nun von hinten den Dolch dem deutschen Heer in den Rücken gestoßen hätten. Das sind immer nur anonyme Kräfte gewesen, weil es ja nie eine solche Konspiration, eine solche Verschwörung gegeben hat. Aber das interessiert die Anhänger solcher Verschwörungstheorien nicht. Die alten Kräfte nutzen jede Gelegenheit, den neuen Staat zu verunglimpfen. Ein Foto von Reichspräsident Ebert in Badehose wird veröffentlicht. Für viele eine würdelose Situation, unschicklich für den Nachfolger des Kaisers an der Spitze Deutschlands. Und typisch für die Arbeiterpartei SPD. Die rechte Presse sorgt für eine rasante Verbreitung des Fotos und seiner hämischen Interpretation. Bei solchem Personal kann die Republik ja nur baden gehen. In Versailles wird von den siegreichen Franzosen, Engländern und Amerikanern ein Friedensvertrag ausgehandelt. Die Verlierer haben kein Mitspracherecht. Die aus Berlin angereisten deutschen Delegierten werden in der englischen Presse als Hunnen beschimpft. Im Sommer 1919 wird die Delegation mit dem fertigen Friedensvertrag vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Deutsche Reich muss große Gebiete abtreten und hohe Entschädigungszahlungen leisten, sogenannte Reparationen. Die größte Empörung aber löst in Deutschland die Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld aus. Das entspricht tatsächlich nicht den historischen Tatsachen. Der Kaiser war einer der Schuldigen am Kriegsausbruch, aber nicht der einzige. Die deutschen Delegierten sagen später, sie hätten bei der Unterzeichnung so weiche Knie gehabt, dass sie sich setzen mussten. Die Erwartungen waren so, dass man die Niederlage akzeptierte, als militärische Niederlage, aber nie einen Diktatfrieden damit in Verbindung gebracht hätte. Und nun hat man im Frühjahr 1919 von den alliierten Siegermächten einen Friedensvertrag präsentiert bekommen, der die schlimmsten Befürchtungen überstieg. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass wir überstürzt, voreilig die Waffen niedergestreckt haben? Eine Militärkommission der Sieger kommt nach Deutschland und überwacht die Abrüstung. Unter ihrer Kontrolle muss das ganze deutsche Waffenarsenal von den Deutschen selbst zerstört werden. Die Festungen entlang des Rheins werden geschleift. Die Reparationen sind in Geld, Gold und Sachleistungen zu erbringen, also auch durch Lokomotiven, Schiffe oder Industrieanlagen. Alle Kolonien und erhebliche Gebiete im Westen und Osten gehen verloren. Der größte Teil an das wiedererstandene Polen. Das Reich wird von 50% seiner Erzvorkommen und 25% der Kohlevorkommen abgeschnitten.
Die Reaktionen auf den Versailler Vertrag in Deutschland sind Fassungslosigkeit und der Ruf nach Revanche. Für die junge Republik von Weimar wird der harte Frieden zur schweren und am Ende tödlichen Hypothek. Man macht sich ja heute gar keine Vorstellung mehr davon, wie eingreifend auch gedanklich und gefühlsmäßig der Versailler Vertrag das deutsche Volk getroffen hat. Der Versailler Vertrag war für die Mehrheit der Deutschen ehrenrührig. Und es war eine ehrenwerte Aufgabe, dagegen anzugehen. Zwei Punkte des Versailler Vertrags werden die Weimarer Republik dauerhaft unter Druck setzen: Reparationen und Abrüstung. Denn in den Augen der meisten Zeitgenossen ist ein Staat ohne schlagkräftige Armee kein richtiger Staat. Erst 1921 wird die Gesamtsumme der Reparationen von den Siegermächten festgelegt. Das bedeutete, dass das Deutsche Reich nach den französischen und britischen Forderungen 132 Milliarden Goldmark hätte zahlen müssen. Das war mindestens das Zehnfache des Bruttoinlandsproduktes des Deutschen Reiches in jener Zeit. Die alliierten Siegermächte, vor allen Dingen Frankreich, wollten nicht nur den Schaden ersetzt haben, die deutsche Truppen verursacht hatten, sondern sie wollten sogar auch die Deckung der gesamten Kriegskosten. 132 Milliarden Goldmark entsprechen nach heutigem Wert etwa 1 Billion Euro. Eine astronomische Summe. Das Deutsche Reich muss Schulden aufnehmen, deren Zinsen die Bundesrepublik Deutschland noch bis 2010 abzahlen wird. Ein Aufschrei kommt vor allem aus nationalistischen Kreisen. Das sei Erfüllungspolitik gegenüber den Siegermächten. Die neue Reichswehr ist auf gerade mal 100.000 Mann begrenzt. Panzer und Flugzeuge darf es gar nicht geben. Das empfinden viele Deutsche als besonders demütigend. Und im Geheimen wird das Waffenverbot sofort umgangen. Zuerst mit einer überraschenden neuen Freundschaft. Das italienische Rapallo wird im Frühjahr 1922 zum Schauplatz für die Rückkehr des Deutschen Reiches auf die politische Weltbühne. Rapallo ist der Versuch, dass sich die beiden Mavericks der Staatenordnung von 1919 irgendwie zusammenfinden. Deutschland und Russland bzw. die Sowjetunion waren ja die Outlaws der Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Und die versuchen, sich zusammenzuschließen. Vereinbart wird die Aufnahme von diplomatischen und Handelsbeziehungen. Das Brisante kommt aber in einem geheimen Zusatzprotokoll. Deutsches Know-how für die russische Waffenproduktion gegen Trainingsmöglichkeiten für deutsche Offiziere auf russischen Übungsplätzen. So lässt sich das Panzerverbot umgehen. In Kasan an der Wolga werden geheime deutsche Panzer getestet und die Strategien künftiger Landkriege entwickelt. Das wird die Grundlage für die schnellen Vorstöße deutscher Panzer im Zweiten Weltkrieg sein. Hier wird der Blitzkrieg erfunden und ausgerechnet auf sowjetischem Boden trainiert. Auch in Deutschland selbst betreibt man im Verborgenen schon die Wiederaufrüstung, getarnt als Freizeitsport. Nach dem Versailler Vertrag ist eine Luftwaffe verboten, die Marine stark eingeschränkt. Von der Regierung wird nun Segeln und Segelfliegen gefördert, mit klaren Hintergedanken. Wer segelt, hat Grundlagen für die Marine. Wer ein Segelflugzeug fliegt, kann leichter Kampfpilot werden. Die Reichsregierung weiß nicht von allen Plänen ihrer Militärs. Doch im Großen und Ganzen ist sie einverstanden. Deutschlands Wirtschaft nimmt langsam wieder Fahrt auf. Die Umstellung von der Rüstungsproduktion auf Friedensgüter kurbelt die Konjunktur an. Bald gehen Kisten mit der Aufschrift Made in Germany wieder in alle Welt. Deutsche Produkte sind auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Die Löhne sind niedrig, die Inflation vorerst nicht besorgniserregend. Es herrscht Arbeitsfrieden.
Bald wird die Vollbeschäftigung erreicht. Die Produktion nähert sich wieder dem Vorkriegsniveau an. Hugo Stinnes ist ein Beispiel für den erfolgreichen Unternehmertyp der Nachkriegsjahre. In kurzer Zeit hat er sich ein veritables Wirtschaftsimperium zusammengeknickert, wie ein Zeitgenosse sagt. Er trägt abgewetzte Kleidung und isst dreimal am Tag Rührei mit Speck. Als Chef des Unternehmerverbandes gilt er auch politisch als Schwergewicht. Die Wirtschaft würde nicht florieren ohne Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Prominentes Beispiel ist Albert Einstein, der 1922 für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis für Physik erhält. Das Deutsche Reich schließt in der Forschung an sein hohes Niveau vor dem Ersten Weltkrieg an. 1923 geht im Berliner Voxhaus die erste deutsche Radiostation regelmäßig auf Sendung. Innerhalb von 3 Jahren steigt die Zahl der Radiohörer auf 2 Millionen an. Sport-Live-Übertragungen und Musik machen den Rundfunk populär. Gewinner der neuen Zeit sind besonders die Frauen. Das Wahlrecht der Republik macht keine Unterschiede mehr zwischen Frauen und Männern. Deutschland gehört damit international zu den Vorreitern der politischen Gleichberechtigung. Und immer mehr deutsche Frauen haben Jobs. Die starke Konjunktur verlangt nach Arbeitskräften. Am 8. März 1921 wird zum ersten Mal der Weltfrauentag gefeiert. Natürlich hatten sie gehofft, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, jetzt ist es soweit. Wir haben lange gekämpft, jetzt haben wir auch das Wahlrecht, jetzt legen wir los. Wir werden bald gleichberechtigt sein. Aber das lernt man dann ja irgendwann, der Fortschritt ist nicht automatisch. Und man macht vielleicht im besten Fall 3 Schritte voran und geht 2 Schritte zurück. Um im Bild zu bleiben, in den 20er Jahren haben wir Frauen 2 Schritte vorangemacht und sind dann von den Nazis 3 Schritte zurückgeworfen. Das Berliner Nachtleben ist legendär. Der Lichterglanz spiegelt sich im nassen Asphalt. Musik und Lebensstil verströmen verführerischen Glanz. Die Tänze sind wild, schnell, sexy und ekstatisch. Das ist der Shimmy und der Charleston, der den Menschen in den vollen Tanzlokalen in die Glieder fährt. Wie ein Tanz auf dem Vulkan. Die Menschen stürzen sich förmlich ins Vergnügen. Sie lassen sich gern von den Sorgen des nicht ganz so leichten Alltags ablenken. Konservativen ist all das ein Dorn im Auge. Sie warnen vor Dekadenz und dem angeblich drohenden, so wörtlich, Untergang des Abendlands. Berlin ist schon damals hip. Ein Schmelztiegel für Kunst und Fortschritt. Die alten moralischen Regeln lockern sich. Prostitution breitet sich aus. Die Nackttänzerin Anita Berber bringt Männer um den Verstand. Unterhaltungstheater reißen sich um ihre Auftritte. Für keinen Skandal ist sie sich zu schade. Sie prügelt sich auf offener Bühne, ist lustvoll verschwenderisch mit Geld und ihren körperlichen Reizen. Ihren Kokainkonsum finanziert Anita Berber auch durch sexuelle Dienstleistungen. Ein It-Girl der goldenen Zeit. Sie stirbt schon mit 29 an den Folgen ihrer Sucht. Der Druck von rechts wächst. Am 12. März 1920 erlebt die Republik ihren ersten Putschversuch, den sogenannten Kapp-Lüttwitz-Putsch. Am Abend marschieren unter Korvettenkapitän Hermann Erhard 6000 Freikorpssoldaten in Berlin ein und erklären die Reichsregierung für abgesetzt. Die Brigade Erhard besteht aus entlassenen Soldaten. Frustriert und ohne Perspektive machen sie die Republik für ihr Elend verantwortlich. Eine Gruppe von Verschwörern macht sich die Gefühlslage der Veteranen zunutze. Der hohe Beamte Wolfgang Kapp
sowie die Weltkriegsgeneräle Walter von Lüttwitz und Erich Ludendorff. Sie wollen eine Militärdiktatur errichten. Die Reichsregierung muss aus Berlin fliehen. Die Reichswehr lehnt einen Einsatz gegen die Putschisten ab. Sie wollen nicht auf ehemalige Kameraden schießen. Die Verteidiger der Republik demonstrieren und die Gewerkschaften rufen einen Generalstreik aus. Nach wenigen Tagen bricht der Putschversuch zusammen. Vor Gericht werden auffallend milde Urteile verhängt. Sie billigen den Putschisten selbstlose Vaterlandsliebe als Motiv zu. Die Justiz ist auf dem rechten Auge blind. Ein Umstand, der wie ein Brandbeschleuniger für den Niedergang der Republik wirken wird. Politische Morde an linken oder bürgerlichen Politikern durch rechte Terroristen nehmen zu. Prominentes Opfer ist nach Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Kurt Eisner auch Matthias Erzberger, weil er den Waffenstillstand mit den Alliierten unterschrieben hatte. ...1922 wird der deutsch-jüdische Reichsaußenminister Walter Rathenau auf offener Straße ermordet. Bis 1922 starben 376 Menschen bei politisch motivierten Attentaten. Dahinter steckt häufig die rechtsextreme Organisation Konsul. 1923. Der nächste Putsch von rechts. Dieses Mal in München. Adolf Hitler will die Novemberrevolution von 1918 rückgängig machen. Nach dem Vorbild von Mussolinis Marsch auf Rom von 1922 plant er einen Marsch auf Berlin. Er will die sogenannten Novemberverbrecher in der Reichsregierung aus dem Amt jagen. Am Vorabend taucht Hitler mit einer Abteilung SA und Ludendorff im Schlepptau bei einer politischen Versammlung der bayerischen Regierung auf. Er feuert einen Schuss in die Decke und ruft die nationale Revolution aus. Als Hitler mit einer Menge Gleichgesinnter am Morgen des 9. November seinen Marsch beginnen will, sieht er sich an der Feldherrenhalle einem Polizeibataillon gegenüber. Schüsse fallen. Brave bayerische Polizisten bereiten dem braunen Spuk ein jähes Ende. Der anschließende Prozess wird zur Bühne für Hitler und seine Mitangeklagten. Sie dürfen Propagandareden halten. Das Gericht hat Verständnis für die patriotischen Kämpfer, die wie üblich zu milden Strafen verurteilt werden. Hitler sitzt von seinen 5 Jahren Festungshaft nur 8 Monate ab und schreibt im Gefängnis seine Hetzschrift »Mein Kampf«. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch österreichischer Staatsbürger und hätte nach Verbüßung der Haft ausgewiesen werden müssen. Doch nichts geschieht. Ein folgenschweres Versäumnis. Die NSDAP allerdings wird reichsweit verboten. Hitler erkennt, dass er seine Strategie ändern muss. ...1923, Angriff auch von außen. Die Ruhrbesetzung bringt die Republik fast zum Kollaps. Wieder geht es um die Reparationen. Deutschland kann die Reparationszahlungen beim besten Willen nicht aufbringen. 100.000 französische und belgische Soldaten besetzen als Faustpfand das Ruhrgebiet. Ein Schock. Der Krieg scheint wieder aufzuflammen. Die Reichsregierung ruft zum passiven Widerstand auf. Das hat gravierende finanzielle Folgen. Das aber hat ja unglaublich viel Geld gekostet, weil man ja die Menschen im Ruhrgebiet bezahlen musste, als sie in den Streik traten. Die Folge davon war, dass das Deutsche Reich die Inflation, die schon hoch war, noch weiter beschleunigte und letztlich gesehen die Kosten der Ruhrbesetzung dadurch decken konnte, indem sie praktisch jeden Tag gewaltige Mengen Geld druckte. Die Folge ist eine rasante Geldentwertung, eine rekordverdächtige Inflation. Wenn man sich vorstellt, da waren die Geldbeträge so hoch, die man als Gehalt bekommen hat, dass teilweise die Leute mit den Schubkarren zur Arbeit gefahren sind, um sich ihr Tagesgehalt abzuholen. Oder gibt es ja auch diese ganz berühmte Geschichte von jemandem, der im Café sitzt, sich einen Kaffee bestellt, eine halbe Stunde später nochmal einen, dann bezahlen will und dann kosten aber die Cafés unterschiedlich und der Kellner sagt dann ja, tut mir leid, seitdem hat sich der Wert des Geldes verändert und deswegen musst du jetzt mehr bezahlen für deinen zweiten Kaffee. Meine Mutter bekam jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Teil der Pension ausgezahlt.
Und ich wusste, dass sie damit nicht nach Hause kam, sondern sie rannte sofort und kaufte, was zu kaufen war, denn das Geld war am nächsten Tag schon nichts mehr wert. Wir haben noch in den 40er Jahren bis zur Ausbäumung ganz schlechte Stoffe und sowas alles gab, was Mutter also aus Sorge und Not in der Inflationszeit gekauft hat. Und der Höhepunkt, das weiß ich ganz genau noch, da gab sie mir eine Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kauf einen Pfund Salz. Gewinner sind alle, die Schulden haben, denn die schmelzen wie Schnee in der Sonne. Auch der Staat profitiert von der Hyperinflation. Seine Kriegsanleihen bei den Bürgern lösen sich einfach in Wohlgefallen auf. Ihr Vermögen erhalten können nur die Besitzer von Sachwerten und Immobilien. Auch bankrotte Firmen sind jetzt billig zu haben. Unternehmer wie Hugo Stinnes und Friedrich Flick kaufen ganze Wirtschaftsimperien zusammen. Verlierer sind die ganz normalen Deutschen. Mühsam Erspartes, die ganze Altersvorsorge, alles nichts mehr wert. Millionen stehen vor dem Nichts. Die neu gebildete Regierung unter Gustav Stresemann reißt das Ruder herum. Der passive Widerstand im Ruhrgebiet wird eingestellt. Die Franzosen ziehen sich 1924 auf Druck von Großbritannien und den USA aus dem Ruhrgebiet zurück. Die Reparationen werden neu ausgehandelt. Die wertlos gewordenen alten Markscheine werden durch eine neue Währung, die sogenannte Rentenmark, ersetzt. Sie soll stabil bleiben und ist an Immobilienwerte gebunden. Es ist die erfolgreichste Währungsreform der deutschen Geschichte. Im Jahr 1923 kommt für Deutschland schlechterdings alles zusammen. Aufstandsbewegungen von rechts und links im gesamten Reich, die Hyperinflation, die Ruhrbesetzung. Was heißt die Ruhrbesetzung? Die Ruhrbesetzung bedeutet, dass zumindest im Verhältnis zu Frankreich der Erste Weltkrieg wieder aufflammt. Und niemand hätte sich wundern dürfen, wenn 1923 die Weimarer Republik unter dem Ansturm all dieser Probleme zusammengebrochen wäre. Doch radikale Ideologien finden 1923 noch keine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Die Krise der Nachkriegszeit erreicht jetzt ihren Höhepunkt und gleichzeitig ihren Abschluss. Der Jahreswechsel von 1923 auf 24 wird ausgelassen gefeiert. Obwohl die Inflation die Ersparnisse aufgefressen hat, wittern die Menschen Morgenluft. Ein Silberstreif am Weimarer Horizont. Bei der Inflationsmisere waren wir alle Milliardäre, auch beim Ernsten hat es gereicht. Das war leicht, doch seit Rentenscheine gelten, da ist eine Mark schon selten, werden Sie jetzt mal Milliardär. Das ist schwer. Deutschland 1918. Der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Start ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Oder wollten zu viele das eigentlich gar nicht? Die Weimarer Republik, von Anfang an chancenlos oder verraten von den eigenen Bürgern. Tempo, Tempo, das ist die Devise der Zeit. Atemlos rennen die Menschen ihrem Glück hinterher. Jetzt beginnen jene verheißungsvollen Jahre, die Chronisten später als golden bezeichnen werden. Die Krisen scheinen vergessen und das Land für kurze Zeit stabil. Doch die Republik ist von Anfang an mit gefährlichen Geheimnissen belastet. Der langjährige Reichsaußenminister Gustav Stresemann gilt eigentlich als Lichtfigur der deutschen Politik. Bis 1925, als ein geheimer Brief an die Öffentlichkeit gelangt, der seine wahren Pläne offenlegt.
Der Versailler Vertrag hat Deutschland zur Abrüstung gezwungen. Viele wollen sich damit nicht abfinden und proben im Geheimen den Krieg von morgen. 1925 wird der ehemalige kaiserliche Feldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ein vertraulicher Brief an den Kaiser im Exil zeigt, was Hindenburg von Demokratie wirklich hält. Karacho in die Zukunft. Tempo 238 bringt der Raketenwagen Opel Rack 1 auf die Teststrecke. Ein rollendes Pulverfass, 24 Raketen und 120 Kilo Sprengstoff. Neuer Weltrekord. Die Erfahrung des technologischen Wandels, einer irrsinnigen Beschleunigung. Was vor dem Ersten Weltkrieg schon auftritt, sind Flugzeuge, sind Autos, Sechstagerennen, sind der letzte Schrei vor 1914 gewesen. Und diese Erfahrung, dass sich alles beschleunigt, immer schneller wird, übrigens gar nicht unähnlich der Erfahrung im Zeitalter der Digitalisierung, diese Erfahrung setzt sich fort und verunsichert die Menschen, weil sie nicht wissen, wo die Reise eigentlich hingeht. Eine neue Rennstrecke wird 1927 eröffnet. Der Nürburgring in der Eifel. Röhrende Motoren beim Großen Preis von Deutschland. Mercedes-Benz siegt. In den kommenden Jahren wird Rudolf Caracciola der Michael Schumacher seiner Zeit sein. PS-starke Motorräder machen die Straßen unsicher. Ausflug ins Grüne mit Geschwindigkeitsrausch. Freie Fahrt durchs Brandenburger Tor. 10 Jahre vorher war die mittlere Durchfahrt allein dem Kaiser vorbehalten. Die Zahl der Autozulassungen steigt sprunghaft an. Das ganze Land scheint in Bewegung. Der Verkehr soll fließen. Die Kommunen investieren viel in die Infrastruktur. 1924 geht die erste Ampel Europas in Betrieb. Auf dem Potsdamer Platz, dem verkehrsreichsten Ort in Europa. Wenn auch Radfahrer beschleunigen wollen, kann das ins Auge gehen. Das zeigt ein nicht ganz ernst gemeinter Film zur Verkehrserziehung aus München. Auch der Himmel wird erobert. Die Dornier Do X ist zu ihrer Zeit das größte Flugzeug der Welt. Finanziert durch Staatsgelder. Die Do X landet auf dem Wasser und kann 170 Menschen transportieren. Ein Rekord für Zivilmaschinen, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebrochen wird. Ein Zeppelin über Deutschland, das deutsche Vorzeigeprojekt und der ganze Stolz der Nation. Hugo Eckener umrundet mit seinem Luftschiff Graf Zeppelin die Welt und wird stürmisch gefeiert. Der Zeppelin ist Symbol der Fernwehromantik des Jahrzehnts. Und Eckener Volksheld. Ohne Grundlagenforschung kein Wirtschaftswunder. Mehr als 12 Nobelpreise für Naturwissenschaften gehen an Deutsche, darunter Einstein, Heisenberg und Planck. Geht es aufwärts. Symbolisch für das rasante Wachstum, das Fließband, das bei den deutschen Fordwerken eingeführt wird. Rationalisierte Arbeitsabläufe und industrielle Massenproduktion. Der Export steigt. Made in Germany hat einen guten Klang in der Welt. Das lockt ausländische Investoren nach Deutschland. Wie die Menschen den Aufschwung erlebt haben, geben einzigartige Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen wieder. Im Adlon verkehrten damals nun diese großen, zunächst mal die Amerikaner, war zum Beispiel der Woolworth eröffnet hat, das war ein Mr. Strongman, der hatte monatelang da gewohnt, hatte eine sehr hübsche Frau
Und er selbst war sehr, sehr großzügig. Da Zigarette anstecken gab er immer eine Mark und Tür aufmachen gab er eine Mark. Also einen Brief raufbringen, immer eine Mark. Ja, also die waren furchtbar großzügig. So was hatte man ja noch nicht gesehen, denn bis 1918 hatten wir Krieg. Und nach Kriegszeit waren auch keiner dahin. Und jetzt auf einmal dieser Aufwand. In der chemischen, elektrotechnischen und optischen Industrie gewinnt Deutschland seine weltweit führende Position zurück. Auch in der Schwer- und Textilindustrie kann die Produktion gesteigert werden. Ein Großkonzern entsteht 1925. Die IG Farben AG. Ein Zusammenschluss 8 großer Chemiefirmen, darunter die BASF und die Bayer AG. Ein Industriegigant mit mehr als 200.000 Beschäftigten. Endlich macht Shoppen wieder Spaß. Einkommen und Kaufkraft steigen mit der Konjunktur. Die Arbeitszeit sinkt, die Löhne erreichen das Vorkriegsniveau. Viele sehen mit Zuversicht in die Zukunft. Die Republik ist vielleicht doch nicht so schlecht wie ihr Start nach dem verlorenen Krieg. Ja, ich konnte die 20er Jahre auch durchaus als die goldenen, vielleicht auch beinahe die goldensten meines eigenen Lebens erwähnen, denn sie waren für eine gewisse, nennen wir es ruhig Oberschicht, wirklich golden. Es ist die Zeit meiner Jugend, als ich in Berlin sehr viele schöne Bälle mitmachte, auch Exkursionen aufs Land, auf Gütern, wo auch Feste gefeiert wurden. Und natürlich auch die geistige Anregung in Berlin in diesen Jahren ungeheuer groß war. Aber wie gesagt, golden war es wirklich nur, heute würde man sagen, für die Besserverdienenden. Dieser Begriff goldene 20er passte, ist aber stellenweise auch ein Mythos, denn die ganzen Bilder, die wir kennen, die sind hauptsächlich aus den großen Städten, aus Berlin, aus Hamburg, aus München. Und auf dem Land geht es den Menschen eigentlich nicht wirklich viel besser. Im Gegenteil, immer mehr Menschen fliehen vom Land in die Stadt. Sie wollen eigentlich nichts mehr mit dem Land zu tun haben, suchen Arbeit, suchen Wohlstand. Und während man überall bunte Bilder sieht, bunte Leuchtreklamen in den Städten, ist es auf dem Land sehr trist und da bekommt man eigentlich gar nichts mit von den goldenen 20ern. Die Gesellschaft verändert sich. Eine neue Oberschicht ist durch die Inflation reich geworden. Sie demonstriert ihren Wohlstand gern im Boulevardcafé oder auf den Flaniermeilen. Der Berliner Milieudichter Klabund bringt es auf den Punkt. Am Kurfürstendamm da hocken zusammen die Leute von heute mit großem Tamtam. Brillanten mit Tanten, ein Frack mit was drin, ein Nerzpelz, ein Steinherz, ein Doppelkinn. Perlen, Perlen, es perlt der Champagner. Für die Arbeiter fällt auch etwas ab. Sozialdemokratische Regierungen bauen den Sozialstaat aus. Nach Einführung des 8-Stunden-Tags wird die Arbeitslosenversicherung eingerichtet. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je zur Hälfte ein. Ein Prinzip, das bis heute gilt. Auch im Gesundheitswesen tut sich was. Die gesetzliche Krankenversicherung wird weiter ausgebaut. Immer mehr Menschen sind jetzt versichert. Die Bevölkerung wächst und wächst. Der Wohnungsmangel der Nachkriegszeit wird mit sozialem Wohnungsbau bekämpft. Vermieter müssen eine Steuer auf die Miete entrichten. Damit werden Arbeiterwohnungen, ja ganze Siedlungen gebaut. Hier die vom Architekten Bruno Taut entworfene Hufeisensiedlung in Berlin-Britz. Oder in Magdeburg, wo neue Wohnblocks und Gewerbegebäude im eleganten und gleichzeitig zweckmäßigen Bauhausstil entstehen. Dunkle Hinterhöfe gehören hier der Vergangenheit an. Raus mit Männern aus dem Reichstag, und raus mit Männern aus dem Landtag, und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Die Frau trägt ihn mit Stolz, den neuen revolutionären Bubikopf. Frauen im Aufbruch. Sie wollen Lebensfreude und Gleichberechtigung. Seit Einführung des Frauenwahlrechts 1919 können Frauen in der Politik mitbestimmen.
Sie marschieren gegen Männerherrschaft, demonstrieren für die Abschaffung oder wenigstens Milderung des Abtreibungsverbots nach § 218. Es gab eine ganz breite Bewegung für das Recht auf Abtreibung. Und das waren auch gar nicht die Frauen allein. Es war eine breite soziale Bewegung, wo ihnen auch weite Teile der Linken zur Seite standen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Frauen sehr ausgeliefert waren. Die bürgerlichen Frauen, Ehefrauen, auch privilegierte Frauen, weil sie als Ehefrauen völlig entrechtet waren und von ihrem Ehemann abhängig, ihm ausgeliefert. Und die nicht privilegierten Stände sowieso, da waren die Dienstmädchen und Mädchen aus dem Volk freiwillig. Ja. Das heißt, dass diese Frauen sehr häufig ungewollt schwanger werden konnten gegen ihren Willen. Frauen nehmen immer mehr am Arbeitsleben teil. Die boomende Wirtschaft braucht sie. Viele Arbeitsplätze für Stenotypistinnen und Verkäuferinnen entstehen. Die Zahl der weiblichen Angestellten verdreifacht sich zwischen 1907 und 1925. Ein Drittel aller Frauen, auch der Verheirateten, arbeiten. Erstmals können auch Frauen Richterinnen werden. Der Anteil der Studentinnen an den Universitäten steigt. Margarete von Wrangel wird Deutschlands erste ordentliche Professorin. Nach dem Studium in Paris bei Marie Curie, der Entdeckerin der Radioaktivität, übernimmt sie in Stuttgart die Professur für Pflanzenernährungslehre. Sportliche Pionierin der Emanzipation ist die Rennfahrerin Cleonore Stinnes. Sie fährt Rallyes in ganz Europa. Als erster Mensch umrundet sie von 1927 bis 1929 die ganze Welt im Auto. Auf der Berliner Avus wird sie bei ihrer Rückkehr gefeiert. Sie sprengt die Konventionen ihrer Zeit. Tollkühn und abenteuerlustig verkörpert sie einen ganz neuen Typus Frau. Die Mode unterstreicht die neuen Freiheiten. Das Wespen-Taillen-Korsett der Kaiserzeit fällt. Die kürzeren, fließenden Kleider und die kurze Bubikopffrisur sollen Anmut, Selbstbewusstsein und Klasse demonstrieren. Meine Mutter hat 1919, sehe ich noch die Revolution vor mir, da trug die noch den langen Rock. Zum Hamstern trug sie auch noch den langen Rock. Aber in den 20er Jahren dann, das muss der amerikanische Einfluss gewesen sein. Die Amerikaner haben natürlich die Negermusik mitgebracht, die haben den Jazz mitgebracht, die haben den Bubikopf mitgebracht. Die waren natürlich wahnsinnig frech angezogen, frecher als die Frauen heute. Die haben sich erstens endlich, nachdem sie die Korsetts weg hatten, haben sich die Freiheit genommen, sich zu kleiden, wie sie Lust und Laune hatten, mit diesen frechen Hängern und diesen kecken Frisuren und den Bubiköpfen. Also die sind nicht mit High Heels, in denen sie nicht gehen konnten, über das Trottoir gestolpert. Die sind mit großen Schritten voran. Aber auch diese modernen Frauen, die relativ frei leben können, auch diese Frauen, wenn sie dann heiraten, werden sie relativ schnell in ihre alten Rollen zurückgedrängt. Insgesamt ist die Erwerbstätigkeit der Frauen auf die Zeit bis zur Eheschließung oder bis zur Geburt des ersten Kindes beschränkt. Weil man dann sagt, Frauen, die verheiratet sind, die müssen eigentlich gar nicht arbeiten. Das Grundgesetz, die DNA der Außenpolitik von Weimar. Ist es, den Versailler Vertrag zu verändern, ist die Revision von Versailles. Darin sind sich alle politischen Strömungen grundsätzlich einig. Die Siegermächte, allen voran die USA, erkennen, dass die hohen Zahlungen von Kriegsentschädigungen Deutschland auf Dauer überfordern. Endlich sind sie zu Zugeständnissen bereit. ...1924 wird in London verhandelt. Der US-Bankier Charles Dawes findet die Lösung. Der Dawes-Plan stellte dann die Reparationszahlung zum ersten Mal auf eine vertragliche Grundlage, der auch das Deutsche Reich zustimmen konnte. Die Reparationszahlungen wurden auf einen Betrag von maximal 2,5 Milliarden Mark im Jahr festgelegt. Das war hoch, aber noch bezahlbar. Das Deutsche Reich bekam als Anschubfinanzierung für seine Ausgabenbedürfnisse eine internationale Anleihe
die es zurückzahlen musste? Ein 800 Millionen Goldmark-Kredit aus den USA soll die deutsche Wirtschaft wieder ankurbeln. Nur so lassen sich die deutschen Reparationszahlungen langfristig sicherstellen. Der Dawes-Plan ist, wenn man so will, ein erfolgreicher Vorläufer des Marshall-Plans, der Deutschland nach 1945 wieder auf die Beine helfen wird. Frankreich kündigt daraufhin an, sich innerhalb eines Jahres aus dem besetzten Ruhrgebiet zurückzuziehen. Mit Reichsaußenminister Gustav Stresemann gewinnt ab 1923 eine neue deutsche Außenpolitik an Profil. Stresemann ist außenpolitisch, ich möchte sagen, ein Revolutionär, weil er eines wirklich neu in die Außenpolitik einführt, nämlich, dass er nicht nur die deutsche Sicht im Blick hat, sondern auch die Sicht der anderen. Deutsche Außenpolitik neigte auch vor 1914 immer dazu, nur den eigenen Blickwinkel einzunehmen. Stresemann ist der Erste, der sich Gedanken darüber macht, was sind eigentlich die französischen Interessen, was ist die französische Perspektive. Und was er versuchte, war die DNA der Außenpolitik von Weimar, nämlich die Revision von Versailles auf der einen Seite, zu verbinden mit der Verständigung mit Frankreich. 1925 kommt das außenpolitisch immer noch isolierte Deutschland den Westmächten wieder näher. Im schweizerischen Kurort Locarno verhandelt Stresemann mit den Siegermächten über die Neuordnung der Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg. Die Stimmung ist gut im warmen Locarno. Stresemann mietet einen Ausflugsdampfer. Der soll erst wieder anlegen, wenn alle Beschlüsse in trockenen Tüchern sind. Zwischen Deutschland und den Westmächten werden Gewaltverzichtsverträge ausgehandelt. Hintergedanke dabei: Die Verträge sollen auch weiteres amerikanisches Geld nach Europa locken. Viel Beachtung ruft Stresemanns Anzug hervor. Er ist es leid, für offizielle Anlässe ständig die Garderobe wechseln zu müssen. In Locarno weicht er von der Etikette ab und erfindet kurzerhand den vergleichsweise legeren Stresemann-Anzug. Bestehend aus gestreifter Hose, grauer Weste und schwarzem Sakko. Er findet binnen kurzer Zeit viele Nachahmer. In den Verträgen von Locarno schreiben Deutschland und die Alliierten die durch den Versailler Vertrag neu gezogenen Grenzen fest. Davon ausgenommen ist allerdings die deutsche Ostgrenze. Sie bleibt damit Zündstoff für künftige Konflikte. Die Ostgrenze war für das Deutsche Reich nach 1919 die deutlich schwerere Wunde als die Westgrenze. Stresemanns Vorstellung lief darauf hinaus, dass man sie irgendwie so verändert, dass man die mehrheitlich deutsch besiedelten Gebiete für Deutschland zurückgewinnen würde, dass aber die mehrheitlich polnischen Gebiete zu Polen kommen würden. Stresemann hat eine gefährliche Haltung in dieser Schlüsselfrage. Nach außen hin gibt er sich als ausgleichender Realist. Doch in den Dunkelkammern der Macht argumentiert er viel schärfer, als es die Westmächte wissen dürfen. Erst 1932 wird ein geheimer Brief bekannt, in dem Stresemann 1925 dem ehemaligen Kronprinzen Wilhelm seine wahren Absichten anvertraut hat. Als erstes großes Ziel will er, wie alle Weimarer Regierungen, die Reparationen loswerden. Aber das andere Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, soll die Wiedergewinnung aller an Polen abgetretenen Gebiete sein. Wörtlich schreibt er: Das Wichtigste ist das Freiwerden deutschen Landes von fremder Besatzung. Wir müssen den Würger erst vom Halse haben. Deshalb wird die deutsche Politik in dieser Beziehung zunächst darin bestehen müssen, zu finanzieren und den großen Entscheidungen auszuweichen. Es ging also darum, Tricks anzuwenden. Heimlicher Revanchist im Osten, gefeierter Versöhner im Westen. Stresemann erhält mit seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand 1926 den Friedensnobelpreis. Sie sind die Vordenker der deutsch-französischen Freundschaft, die allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Garanten des europäischen Friedens werden wird. Außenpolitisch ist die Annäherung von Locarno ein voller Erfolg.
Sie ebnet Deutschland den Weg in den Völkerbund, den Vorläufer der Vereinten Nationen. Im September 1926 wird die deutsche Delegation mit Stresemann an der Spitze von der Versammlung des Völkerbundes in Genf freundlich empfangen. Deutschland kehrt mit einem ständigen Ratssitz in den Kreis der Völker zurück. Die außenpolitische Isolation nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg scheint endgültig durchbrochen. Als wenn das Ganze ein kleinzähmer Geschäft wäre, was wir Europa hier in der ganzen Weltwirtschaft zu führen hätten. Nur zwei Monate später, im Dezember 1926, wird das Vertrauen der Welt wieder auf die Probe gestellt. Vor dem Reichstag deckt Ex-Regierungschef Philipp Scheidemann ein bis dahin streng gehütetes Geheimnis auf. Die Reichswehr rüstet heimlich rechtsradikale Milizen zur sogenannten Schwarzen Reichswehr auf. Hier zum Beispiel bayerische Gebirgsschützen. Ein klarer Bruch des Versailler Friedens, der eine Obergrenze von 100.000 Mann für die Reichswehr festsetzt. Die vielen kampferprobten Veteranen des Weltkriegs sind aber noch da. Sie bilden jetzt das Rückgrat der illegalen Schwarzen Reichswehr, deren Finanzierung am Parlament vorbei geregelt wird. Die Aufregung im Inland ist groß. Das Ausland reagiert eher gelassen. . 1929 kommt Stresemann der Verminderung der Reparationslasten einen großen Schritt näher. Der Plan des amerikanischen Wirtschaftsberaters Owen Young begrenzt die Zahlungen pro Jahr auf 2 Milliarden Mark und streckt die Laufzeit bis ins Jahr 1988. Für den Reichshaushalt ist das eine machbare Summe. Die extreme Rechte will sich ihre politische Munition allerdings nicht nehmen lassen. Und wettert weiter gegen das vermeintliche, so wörtlich, Joch der Reparationen. Die Ära des großen Außenpolitikers Stresemann geht ausgerechnet kurz vor Beginn der Weltwirtschaftskrise zu Ende. Am 3. Oktober 1929 stirbt er überraschend mit 51 an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Weg des von Rappen gezogenen Leichenwagens führt vom Reichstag zum Auswärtigen Amt. Aus den umflorten, gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht kraftlos, tot ins Tageshelle. Stresemann, für viele der bedeutendste deutsche Staatsmann seiner Zeit, wird das Scheitern der Republik nicht mehr erleben. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen. Jugend im Aufbruch. Viele junge Menschen schließen sich der Jugend- oder Wandervogelbewegung an. Jungen und Mädchen ziehen gemeinsam mit der Klampfe durchs Land. Da sie in sogenannten Bünden organisiert sind, nennt man sie bündische Jugend. Sie ziehen zu Burgen und leben in der Natur. Schwärmerische Romantik als Gegenbild zur Kälte der technisierten Welt, zu den Zwängen und Konventionen der Eltern. Es sind die Aussteiger der Weimarer Zeit. Ein Teil der bündischen Jugend gerät später in den Sog der Nazis. Andere bleiben der freien Haltung ein Leben lang treu. Freiheit und Abenteuer, das ist es, wonach die jungen Menschen suchen. Ich persönlich war ja in seinem Wandervogelbund. Und wir hatten ja unsere vollkommen eigenen Lebensformen entwickelt. Und da habe ich eigentlich auch sehr zum Entsetzen meines Vaters starke sozialistische Impulse bekommen, weil wir uns doch sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben. Aber im Übrigen lebten wir doch sehr
naturverbunden und war das eigentlich der Hauptpunkt, so ein eigenes Leben für sich. Es war selbstverständlich, dass Jungen und Mädchen zusammen nackt badeten oder so etwas. Es war also zwischen uns ein sehr natürliches, selbstverständliches Verhältnis und natürlich gab es Liebesbeziehungen, das ist ganz klar. Aber die waren sehr offen und man kann schon sagen, dass es so etwas wie freie Liebe eigentlich gab. Es hat nie jemand darüber nachgedacht, dass man eigentlich heiraten müsste, wenn man zusammenschlief, sondern das ergab sich eben. Die Jugend der ärmeren Deutschen kann sich oft nicht mal solche Ausflüge ins Grüne leisten. Staatliche Programme wie das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 soll auch ihnen eine Perspektive geben. Viele wachsen ohne Vater auf. Gerade junge Leute trifft die hohe Arbeitslosigkeit der 20er Jahre hart. Jugendverbände geben ihnen Halt und etwas zu tun. Doch die Wirklichkeit sieht vor allem in den Großstädten oft anders aus. Halbwüchsige, die keine Arbeit oder Ausbildung finden, sammeln sich auf der Straße in sogenannten wilden Cliquen oder kleinkriminellen Banden. Jazz ist der musikalische Grundton der Weimarer Republik. Die Menschen leben im schnellen Takt der neuen Musik. Von den einen als Negermusik beschimpft, von den meisten aber heiß geliebt und vom Radio bis in die letzten Ecken verbreitet, bestimmt er den Rhythmus der Zeit. In meinem Leben hat der Jazz eine sehr große Rolle gespielt, auch von Anfang an, ja, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Damals kam Jazz und Jazzmusik, also dieser neue Rhythmus, auf. Ja. Damals haben meine Eltern zusammen mit anderen befreundeten Familien den neuen Tanz auch erlernen wollen. Die Möbel wurden weggeräumt, die Teppiche zusammengerollt und am Klavier saß ein Klavierspieler, der das eben spielen musste, die neuen Rhythmen und Melodien. Die Deutschen suchen Genuss und Unterhaltung. Sportwettkämpfe ziehen wie ein Magnet Scharen von Zuschauern an. Der Sport findet weite Verbreitung wegen der nun möglichen Live-Übertragungen im Radio. 5-mal wird der erste FC Nürnberg deutscher Meister. Und Millionen hören am Radio zu. Die 6-Tage-Rennen im Berliner Sportpalast sind legendär. Am Wochenende unternehmen die Menschen Ausflüge ins Grüne, in die Laube, ins Freilufttanzlokal oder zum Picknick am See. Am Abend geht's ins Tanzlokal oder ins Varieté. Akrobaten im Wintergarten. Über den Zuschauern vollführen sie ihre Kunststücke unter dem Sternenhimmel. Atemberaubend. Die Menschen tanzen ausgelassen und stürzen sich ins Vergnügen. Ein skurriler Höhepunkt, ein Ringkampf mit der stärksten Frau der Welt. Provozierend tanzt Josephine Baker im Bananenröckchen und trifft damit den Nerv der Zeit. In der Luft liegt eine unbändige Lust auf etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Genieße den Tag. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Der staubige Muff aus der Kaiserzeit ist wie weggeweht. Es gab ja da so diese Theater, die spezielle Revue. Theaterrevue war damals das beliebteste oder verbreitetste Kunstform der Darstellung im Theater. Und da war die Sensation in Berlin, war damals, dass in einer Szene eine Frau eine Sekunde Barbu sich auftrat. Das war also eine Sensation überhaupt. Nicht wahr? Man konnte sich gar nicht beruhigen. Das wurde also flüsternd weitererzählt. Da kommt eine Frau, die tritt barmusig auf. Donnerwetter, tatsächlich, ja. Na bloß, wir konnten da leider nicht dahin gehen, weil wir kein Geld dafür hatten. Die neuen Massenmedien Film und Radio verbreiten Nachrichten jetzt auch in Bild und Ton.
Rasende Kamerareporter filmen Prominente. Charlie Chaplin auf seiner Promotion-Tour für Goldrausch. Charles Lindbergh, der Atlantikflieger. Und Anna Pavlova, die große Ballerina, die für die Kamera als sterbender Schwan posiert. Die Kinos sind oft ausverkauft. Flucht vor den Sorgen des Alltags und vor der ungewissen Zukunft. Die Filmproduktion in Babelsberg und in Bavaria Studios läuft auf Hochtouren. Alfred Hitchcock, der in Deutschland 1925 als junger Regieassistent seinen ersten Film dreht, wird später sagen: Alles, was ich über das Filmemachen wissen musste, habe ich in Babelsberg gelernt. Der expressionistische Stummfilm aus Deutschland prägt den Filmstil der ganzen Welt. Kennzeichen ist das charakteristische und oft bedrohliche Spiel von Licht und Schatten. Nicht umsonst heißt Filmemachen damals Lichtspielkunst. Der deutsche Film profitiert von der Schwäche der Reichsmark und wird Exportschlager. Satte Deviseneinnahmen finanzieren groß angelegte Filmprojekte. Auch die Politik interessiert sich. Reichspräsident Ebert am Filmset von Ernst Lubitschs Anna Boleyn. Zeitgeist und Lebensgefühl sind im Aufbruch. Neue Sachlichkeit und Bauhaus beschreiben die sogenannte Weimarer Moderne. Aufsehenerregend, revolutionär, die neue Architektur. Befreit von den Schnörkeln der Kaiserzeit. Sie verändert das Bild der Städte und wirkt bis heute nach. Das Bauhaus in Dessau, Hochburg der künstlerischen Avantgarde. Hier wird der Stil von Design und Architektur entwickelt, der weltweit Nachahmer findet, bis heute. Klare Formen, zeitlose Eleganz und Funktionalität kennzeichnen den unverwechselbaren Bauhausstil. Nach der Devise Form follows Function. Während die Moderne in Kunst und Architektur Fahrt aufnimmt, wendet sich die Politik dem Gestern zu. Die alten Kräfte aus der Kaiserzeit kommen wieder auf die Beine und trumpfen auf. Am 28. Februar 1925 stirbt unerwartet Reichspräsident Friedrich Ebert mit nur 54 an einer zu spät operierten Blinddarmentzündung. Die Republik trauert um ihren Gründervater. Doch die eigentliche Ursache, daran besteht damals für viele kein Zweifel, sind die ständigen Anfeindungen, vor allem die Hetzkampagnen der deutschen nationalen Kampfpresse um Alfred Hugenberg. Immer wieder wurde das Foto in Badehose gedruckt und immer wieder mit dem hämischen Slogan: Die Republik geht baden. Ich würde sagen, Ebert hat am Ende des Tages eine enorme Integrationsleistung vollbracht, bei der man im Nachhinein natürlich sagen kann, dass das auch bedeutete, militärische, antirepublikanische Kräfte sozusagen ins Boot zu nehmen, die für die Republik hinterher schwieriger wurden. Aber nochmal, hätte er es nicht getan, hätte das 1919, 20 schon zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen können, mit denen die Republik schon sehr viel früher am Ende gewesen wäre. Auf den großen Demokraten folgt ein Kriegsheld. Am 26. April 1925 wird der 78-jährige Paul von Hindenburg, Feldmarschall des Ersten Weltkriegs, zum neuen Reichspräsidenten gewählt. Er war zunächst sehr schwankend, hat zunächst auch mal abgelehnt gehabt und dann schließlich sich aber doch zur Verfügung gestellt und beim zweiten Wahlgang zu kandidieren. Hindenburg schlägt den SPD-Kandidaten Wilhelm Marx knapp mit nur 3% Vorsprung. Das Ergebnis spiegelt die Spaltung Deutschlands wider in Republikfreunde und Gegner. Mein Großvater hat in der Nacht geschlafen und am Morgen ist mein Vater zu ihm gegangen und hat gesagt: Du bist gewählt. Ja, dann hat er nur reagiert, dann ist es eben so. Enkel Hubertus zieht mit ins Reichspräsidentenpalais. Hindenburg ist Witwer. Die Mutter von Hubertus übernimmt die Rolle der First Lady.
Die Amtseinführung wird in Berlin mit großem Pomp und Paraden in Szene gesetzt. Es ist ein Sieg der Rechten, der konservativen Militärs und Monarchisten. Viele wollen die Republik am liebsten loswerden. Doch Hindenburg soll erstmal nur für Ruhe und Ordnung sorgen. 1925 gibt es einen markanten Einschnitt. Der überzeugte Republikaner Friedrich Ebert stirbt. Und zum Nachfolger wählt das deutsche Volk in direkter Wahl einen ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Warum ist das eine solche Zäsur? Hindenburg ist mit dem Herzen nie in der Weimarer Republik angekommen. Er war keiner, der die Grundideen der parlamentarischen Demokratie verinnerlicht hätte. Er hat ein immer nur rein äußerliches Verhältnis zu diesem neuen Staat entwickelt. So war die Weimarer Republik für ihn immer nur eigentlich eine Durchgangsstation. Vor der Wahl hatte sich Hindenburg öffentlich zur Republik bekannt. Doch ein geheimer Brief an den Kaiser im Exil aus dem Jahr 1927 zeigt, wie er wirklich denkt. Darum bitte ich vorbeugend daran erinnern zu dürfen, dass ich mein jetziges dornenvolles Amt nach langem Sträuben erst übernommen habe, nachdem man mich bei der Ehre fasste und ich mich der Einwilligung Eurer Majestät versichert hatte. So verbleibe ich bis in ein nicht mehr fernes Grab in Treue und Ehrgefühl als Euer kaiserlichen und königlichen Majestät alleruntertänigster von Hindenburg, Generalfeldmarschall. Die Macht der Vergangenheit zeigt 1927 auch die Einweihung des Denkmals für den Sieg bei Tannenberg in Ostpreußen. 1914 hatte hier die kaiserliche Armee unter Hindenburgs Befehl russische Truppen geschlagen und damit den Mythos vom Kriegshelden Hindenburg geschaffen. Dass der Feldmarschall auch für die Niederlage im Weltkrieg verantwortlich ist, wird verdrängt. Hitler und seine Anhänger stehen seit dem gescheiterten Putsch von 1923 im Abseits. Die NSDAP ist verboten. Hitler war im Dezember 1924 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Wegen guter Führung, so steht es in den Akten. Sofort beginnt er, die NSDAP neu aufzubauen. Die neue Strategie? Diesmal so wörtlich auf legalem Wege zur Macht kommen. In 1925 veröffentlicht Hitler die im Gefängnis verfasste Hetzschrift Mein Kampf. Sie soll seine antisemitische, rassistische Weltanschauung in die Welt tragen. Nicht zuletzt auch in die Köpfe der Jugend. Für deren Erziehung ist bald ein eigener Jugendverband zuständig, die sogenannte Hitlerjugend. Sie wird im Juli 1926 auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Weimar gegründet und soll der Partei als Kaderschmiede und ideologische Schule dienen. Auch die Kommunisten rüsten auf. Die KPD gründet unter Führung Ernst Thälmanns im Juli 1924 ihren eigenen paramilitärischen Kampfverband, den Roten Frontkämpferbund. Schutz vor radikalen Übergriffen ist die offizielle Begründung. Gewaltausübung die Folge. An gleich mehreren Fronten. Gegen Nazis, Polizei und die alte Bruderpartei SPD. Aus Furcht vor Unruhen verhängt der sozialdemokratische Berliner Polizeipräsident am 1. Mai 1929 ein Demonstrationsverbot. Die KPD demonstriert trotzdem. Die folgenden drei Tage gehen als Berliner Blutmai in die Geschichte ein. Die KPD erklärt die Sozialdemokraten zum Hauptfeind und nennt sie Sozialfaschisten. Davon profitieren vor allem die Rechtsradikalen. Die vom antisemitischen Zeitungsmogul und UFA-Chef Alfred Hugenberg angeführte Deutschnationale Volkspartei nähert sich politisch der NSDAP an. Wünsche, dass die wirkliche Rechte wirklich mitregiert und dass wir im Reich und in Preußen eine vernünftige,
vom Gifte des Marxismus freie, nationale Regierung bilden, die Deutschland wieder in Ordnung bringt. Die neue rechte Front hetzt gegen den Young-Plan, obwohl der eigentlich eine Erleichterung in der Reparationsfrage gebracht hatte. Der Young-Plan führte dazu, dass noch einmal massiv auf der nationalistischen Seite sich diejenigen versammelten, die das als eine Schmach und Unterwerfung unter den alliierten Siegerwillen deuteten. Und sie hatten in der Tat populäre Parolen bekommen. Dadurch, dass die Zahlungen bis 1988 dauern sollten, konnte man einen gewissermaßen generationenübergreifenden Zwang zur Zahlung der Öffentlichkeit darbieten. Hitler nutzt die neue politische Freundschaft. Ein Volksentscheid gegen den Young-Plan wird auf den Weg gebracht, finanziert durch Hugenberg. Das macht Hitler populär, auch wenn der Volksentscheid mangels Beteiligung scheitert. Das war eine Steilvorlage für nationalistische Agitatoren. Und das hat der NSDAP vor allen Dingen genutzt. Die Partei war eine konsolidierte Kraft des extremen Nationalismus. Aber sie brauchte ein Thema. Ein Thema, mit dem sie in der Öffentlichkeit auch Gehör fand. Am Ende der sogenannten goldenen 20er Jahre ist die politische Stimmung aufgeheizt. Die Unsicherheit wächst. Es brodelt in der Weimarer Republik. Doch bald ziehen noch viel dunklere Wolken auf. Sie kommen aus Amerika. Deutschland 1918. Der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Start ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Oder wollten zu viele das eigentlich gar nicht? Die Weimarer Republik von Anfang an chancenlos oder verraten von den eigenen Bürgern. Die Weltwirtschaftskrise stürzt Deutschland 1929 in die Katastrophe. So wie der Eisberg die Titanic. Radikale Parteien profitieren und gewinnen Wahl um Wahl. Das Projekt Demokratie kommt ins Schlingern. Die sinnlichen Vergnügen der goldenen 20er erreichen ihren Höhepunkt. Tanz auf dem Vulkan. Die Republik ist gefangen in einem Netz von Lügen und Geheimnissen. Reichspräsident Hindenburg macht Heinrich Brüning zum Kanzler. Er soll die Wirtschaft kurieren. Doch in Wahrheit verfolgt Brüning eine geheime Politik mit ganz anderen Zielen. In den Großstädten regieren sogenannte Ringvereine, Geheimbünde, Verbrecherkartelle, Mafia auf Deutsch. Ende 1932 steht das Land am Abgrund. Franz von Papen will Hitlers Nazis zähmen. Ein dilettantischer Plan mit verhängnisvollem Ausgang. Majestätisch und entrückt, wie Graf Zeppelin im Herbst 1929 über New York. In 21 Tagen umrundet das Luftschiff erstmals die Erde. Unten bricht wenig später eine Welt zusammen. 24. Oktober 1929. Börsencrash in New York. Wall Street in Panik. Händler laufen aufgeregt hin und her. Die Börsenkurse fallen ins Bodenlose. Millionen Aktien sind nichts mehr wert. Die Spekulationsblase platzt. Ein tödlicher Abwärtssog setzt sich in Gang. Viele hatten für den Aktienkauf Kredite aufgenommen und können sie nicht mehr zurückzahlen. Die Banken verlieren ihr Geld und geben keine neuen Kredite aus. Firmen können nicht mehr investieren und müssen Beschäftigte entlassen. Wer arbeitslos ist, kann nichts mehr kaufen. Tausende Unternehmen gehen pleite.
Die US-Wirtschaft wird sich jahrelang nicht erholen. Wie ein Tsunami erfasst der sogenannte Schwarze Freitag den ganzen Erdball. Frankreich und Großbritannien haben hohe Schulden in den USA aus dem Ersten Weltkrieg. Die sollen eigentlich mit Reparationszahlungen aus Deutschland beglichen werden. Deutschland leiht sich dafür wiederum Geld bei amerikanischen Banken. Doch jetzt in der Krise fordern die Banken ihr Geld sofort zurück. Das globale Finanzsystem bricht zusammen. Die Folgen des Schwarzen Freitags an der New Yorker Börse für das Deutsche Reich waren einschneidend. Amerikanische Banken verlängerten ihre kurzfristigen Kredite an deutsche Banken nicht. Die Folge davon war, dass auch die deutsche Wirtschaft nicht ausreichend mit Krediten versorgt wird. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise treffen Deutschland mit voller Wucht. Der bescheidene Aufschwung der Wirtschaft nach dem Inflationsjahr 1923 bricht komplett zusammen, denn die deutsche Konjunktur kann ohne US-Kredite nicht überleben. Die Arbeitslosenquote schnellt nach oben. Es trifft jede zweite Familie. Der Konsum bricht ein. Die staatlichen Sozialleistungen, das sogenannte Stempelgeld, reicht kaum zum Überleben. Auf den Straßen sieht man Menschen, die im wahrsten Sinne ihr letztes Hemd verkaufen. Andere bieten sich für jede Art von Arbeit an. Die Arbeitslosigkeit trifft vor allem junge Deutsche. Ein endloses Warten auf eine neue Stelle beginnt, meist ohne Erfolg. Was das für die Bevölkerung damals bedeutet, geben einzigartige Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen wieder. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wenn man mal in so ein Stadtviertel von Berlin kam, wo also eine andere Bevölkerungsschicht lebte, dass man da lange Schlangen, nicht nur vor irgendwelchen Bäckerläden oder Fleischerläden, so, sondern vor allen Dingen vorm Arbeitsamt zum Abholen der Arbeitslosenhilfe. Das kam aus Amerika rübergeschwappt, diese furchtbare Wirtschaftskrise, und dann ging es bei uns los. Es war wirklich die schlimmste Zeit, die sich jemand vorstellen kann. Es sind mindestens im Tag 20, wir nannten sie Bettler, gekommen. Die hatten, wenn wir nicht mehr konnten, weil wir selber kein Geld hatten, man hat 2 Groschen gegeben. Und da hat derjenige immer ein kleines Kreuzerl, ganz klein, an der Tür gemacht. Der Nächste hat schon gewusst, da habe ich was gekriegt. Der hat dann so lange gebettelt, bis er wieder was gekriegt hat. Es war furchtbar. Die Menschen waren wirklich reif, wenn jemand versprochen hat, bei mir geht es dir besser. Die haben gesagt, schlechter kann es nicht mehr werden. Die Wirtschaftskrise und die Schwäche des Staates bringen auch die dunklen Seiten der menschlichen Natur zum Vorschein. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der Republik, sondern auch die Hauptstadt des Verbrechens. Die zwielichtige Welt der organisierten Kriminalität sammelt sich in sogenannten Ringvereinen, mafiaartigen Kartellen. Sie haben typisch deutsch feste Vereinsstatuten und Regeln. Sie tragen harmlose Tarnnamen wie Sparverein Deutsche Eiche, Herzblatt oder Immertreu. Die Ringvereine kämpfen erbittert um ihre Reviere, immer wieder Schießereien auf offener Straße. In den Banden gibt es sogar eine Art Sozialversorgung. Wird ein Mitglied vor Gericht gestellt, zahlt der Verein den Anwalt. Kommt einer ins Zuchthaus, gibt es Unterstützung für Frau und Kinder. Die Ringvereine betreiben die klassischen Geschäfte des organisierten Verbrechens. Raub, Drogen, Prostitution. Vor allem das Geschäft mit der Liebe breitet sich aus. Sie findet nicht mehr nur in Bordellen im Verborgenen statt. Die Prostituierten stehen auf der Straße und sprechen Kunden an. Geschlechtskrankheiten breiten sich aus. Für die Gesundheitsämter ist die Lage kaum zu kontrollieren. Die Polizei rüstet auf. Hier Bilder einer Razzia. Polizisten stürmen eine Eckkneipe. Gaffer werden auf Abstand gehalten. Der Berliner Mordkommissar Ernst Gennert wird berühmt mit neuen Methoden für systematische Ermittlungen und Rasterfahndungen. Sogar FBI-Beamte aus Chicago kommen nach Deutschland, um bei Gennert zu lernen. Der gewichtige Kuchenliebhaber wird liebevoll der volle Ernst oder auch Buddha der Kriminalisten genannt.
Die rasant steigende Arbeitslosigkeit hat gravierende Auswirkungen auf die Politik. Das Arbeitslosengeld reicht nicht mehr aus. In der Großen Koalition kann man sich über eine Lösung des Problems nicht einigen. Die SPD ist für eine Erhöhung der Beiträge. Die Konservativen wollen Leistungskürzungen. Eine Einigung kommt nicht zustande und die Koalition zerbricht. Die SPD geht in die Opposition. Sie ist als tragende Kraft der Republik endgültig aus dem Spiel. Einer der großen Baufehler der Weimarer Verfassung hat nun Folgen. Parteien und Regierung drücken sich vor Kompromissen und Verantwortung. Sie spielen den Ball lieber ins Feld des Reichspräsidenten Hindenburg. Der soll nach einer Lösung suchen. Das Parlament entmachtet sich so Schritt für Schritt selbst. Unterdessen verlagert sich die politische Auseinandersetzung zunehmend auf die Straße. Wo das Parlament schwächer wird, entsteht eine außerparlamentarische Opposition. Der Kampf der Ideen wird zum Kampf der Fäuste. In dieser aufgeheizten Situation wird der SA-Führer Horst Wessel von einem KPD-nahen Rotfrontkämpfer erschossen. Die Nazi-Bewegung hat jetzt einen Märtyrer. Wessel hat das später sogenannte Horst-Wessel-Lied verfasst, das nach 1933 zur braunen Hymne wird. In Berlin beginnt die Zeit der sogenannten Präsidialkabinette und Notstandsverordnungen. Reichsregierungen werden von nun an vom Reichspräsidenten ohne Rücksicht auf Mehrheiten im Parlament eingesetzt. Die Gunst des Präsidenten ist jetzt wichtiger als die der Wähler. Der Reichstag muss den von der Regierung eingebrachten Gesetzen eigentlich noch zustimmen. Doch wenn er das nicht tut, kann der Reichspräsident sogenannte Notstandsverordnungen erlassen. Will das Parlament gegen diese Verordnungen vorgehen, riskiert es, vom Präsidenten aufgelöst zu werden. Das Parlament soll in diesem System eher nur eine abnickende, eine gewissermaßen nicht den Reichspräsidenten und seine Regierung störende Rolle spielen. Und daraus hat er die Konsequenz gezogen, das Parlament als Institution zunehmend zu entmachten und immer mehr Befugnisse auf ihn, auf den Reichspräsidenten gewissermaßen als Treuhänder der Volksgemeinschaft zu lenken. Der erste Kanzler einer solchen Regierung von Hindenburgs Gnaden ist der Wirtschaftsfachmann Heinrich Brüning von der katholischen Zentrumspartei. Brüning regiert ohne Mehrheit im Parlament. Seine Koalition repräsentiert nur noch ein Drittel der gewählten Volksvertreter. Die zersplitterte Parteilandschaft macht Mehrheiten generell schwierig. Eine Lehre daraus ist die 5%-Hürde im heutigen Wahlsystem. Brüning verfolgt einen geheimen Plan, den er Reichsbankpräsident Hans Luther in einem vertraulichen Gespräch eröffnet. Mit einer strengen Sparpolitik soll nicht nur die Wirtschaftskrise bekämpft werden, sondern den Westmächten auch gezeigt werden, dass Deutschland zahlungsunfähig ist und die Reparationen eingestellt werden müssen. Löhne und Sozialleistungen werden gekürzt, Steuern und Abgaben drastisch erhöht. Sollten Wirtschaft und Staat durch diesen Kurs kaputt gespart werden, müssten die Westmächte endlich einsehen, dass die Reparationen aufhören müssen. Brünings Politik führt zu einer Deflation, das heißt zu stark sinkenden Preisen, die die Produktionskosten nicht mehr decken. Die Industrie senkt kontinuierlich die Preise, weil wegen der Misere kaum jemand kauft. Die Industrieproduktion schrumpft, Arbeiter werden entlassen. Ein Teufelskreis nach unten. Die damit einhergehende Verelendung hat dramatische Folgen bei den Reichstagswahlen im September 1930. Die NSDAP kann ihr Ergebnis gegenüber 1928 erheblich steigern. Auch die linke KPD wird deutlich stärker. Die SPD verliert. Hier kommt in Siegerlaune der NS-Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels, zur ersten Reichstagssitzung, hofiert von einem Anhänger.
Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt, bis 1932 auf 6 Millionen. Deutschland hat jetzt die höchste Arbeitslosenquote weltweit. Jeder Arbeitslose hat durchschnittlich 4 Familienmitglieder zu versorgen. Hochgerechnet 30 Millionen Deutsche leben im Elend. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Im Juli 1931 dann die nächste Hiobsbotschaft. Die zweitgrößte deutsche Bank, die Darmstädter und Nationalbank, bricht zusammen. Tausende Sparer stehen Schlange, um ihr Geld zu retten. Die Bankenpleite droht, andere Geldhäuser mit in den Abwärtsstrudel zu ziehen. Vom massiven Abzug der US-Kredite haben sich Deutschlands Banken noch immer nicht erholt. In einem solchen Fall müsste normalerweise die Reichsbank helfen. Sie kann es jedoch nicht, weil sie selber keine Mittel mehr hat, um den Banken Liquidität zuvorzuschießen. Die Reichsbank versucht im Juli 1931 noch in einem letzten Versuch, Kredite anderer Zentralbanken zu bekommen, wird aber hängen gelassen. Vorläufige Rettung kommt durch US-Präsident Herbert Hoover. Er verkündet das sogenannte Hoover-Moratorium. Deutschlands Reparationszahlungen werden zwar nicht aufgehoben, aber immerhin ausgesetzt. Ein Etappensieg für Brüning. Die Kreditwürdigkeit Deutschlands ist einstweilen wiederhergestellt. Alle politischen Richtungen rüsten auf. Die paramilitärischen Organisationen der Rechten schließen sich 1931 bei einem Treffen in Bad Harzburg zur Harzburger Front zusammen. Eine waffenstarrende Privatarmee. Die NSDAP stellt mit der SA Kampftruppen auf, die wie Soldaten in Kasernen untergebracht sind. Die Schlägertrupps sind in Dauereinsatz gegen politische Gegner. Durch Gewalt und Einschüchterung schafft die SA ein Klima der Angst. Wie gewaltbereit auch der Rotfront-Kämpferbund der KPD ist, zeigt ein Polizistenmord durch einen gewissen Erich Mielke, der später als Stasi-Chef der DDR Karriere machen sollte. August 1931. Der Bülowplatz im besonders unruhigen Arbeiterbezirk im Berliner Scheunenviertel. Im Handgemenge löst sich ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten und trifft einen Arbeiter tödlich. Das bringt bei den KPD-Führern das Fass zum Überlaufen. Lange schon hatten sie zugesehen, wie die Polizei immer wieder Arbeiter und Parteigenossen erschossen hat. Gleich 18 am Blutmai 1929. Die KPD-Funktionäre beauftragen den 23-jährigen Erich Mielke und einen weiteren jungen Genossen vom paramilitärischen sogenannten Parteiselbstschutz, den Polizeichef des lokalen Reviers, zu erschießen. Kaltblütig tun sie es. Mielke flieht danach in die Sowjetunion und wird Berufsrevolutionär. 1945 kehrt er in den sowjetischen Sektor Berlins zurück und geht zur Polizei. Er steigt zum Minister für Staatssicherheit auf. Nach der Wende holt ihn seine Tat aus der Weimarer Republik ein. Der 86-Jährige wird wegen des Verbrechens von 1931 zu 6 Jahren Haft verurteilt. Auch die SPD hat eine eigene paramilitärische Miliz, das sogenannte Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Es will mehr mit Worten als mit Waffen überzeugen. 1931 treffen sich die Anhänger zum Tag der 100.000, um für die Republik zu werben. Die erste Amtszeit Hindenburgs endet 1932. Der 85-Jährige will eigentlich nicht mehr. Ein breites Bündnis bis hin zur SPD bestürmt ihn, trotzdem zu kandidieren, um den anderen aussichtsreichen Kandidaten unbedingt zu verhindern. Denn der heißt Hitler. Kurz vor der Wahl schöpft Hindenburg noch einmal Kraft in Oberbayern und gibt den Reichsgroßvater. Der Plan gelingt. Hitler wird als Reichspräsident verhindert. Doch im Vergleich zur letzten Reichstagswahl von 1930 kann er noch einmal deutlich an Stimmen zulegen. Brünings rigorose Sparpolitik trifft vor allem Arbeiter und Kleinbürger, die er in Scharen den extremen Parteien von links und rechts zutreibt.
Dann geht er auch noch gegen die bisher verschont gebliebenen Förderer Hindenburgs vor, die Großgrundbesitzer im Osten Deutschlands. Er streicht die sogenannte Osthilfe, millionenschwere Subventionen für die sogenannten ostelbischen Junker. Doch die haben eine starke Lobby und Zugang zur Macht. Sie laufen Sturm gegen die Streichung und attackieren Brüning als Bolschewisten. Hindenburg lässt ihn fallen, Brüning tritt zurück. Ironie der Geschichte. Kurz nach Brünings Sturz wird sein geheimes Hauptziel im Juli 1932 erreicht. Auf einer Konferenz in Lausanne erlassen die Siegermächte Deutschland die Reparationszahlungen. Brüning kommentiert trocken, man habe ihn 100 Meter vor dem Ziel gestürzt. Doch der späte Triumph hat einen zu hohen Preis. Heinrich Brüning möchte als derjenige Kanzler in die Geschichte eingehen, der das Friedenssystem von Versailles bekämpft hat letztendlich. Aber er geht in die Geschichte ein als der Hungerkanzler. Der Hungerkanzler, der die Weltwirtschaftskrise verschlimmert hat und der letztendlich auch den Nationalsozialisten den Weg geebnet hat. Bei der Ernennung der nachfolgenden Kanzler spielt der Beraterkreis um Reichspräsident Hindenburg eine entscheidende Rolle. Der geheimnisumwitterte Machtzirkel wird in der Presse Kamarilla genannt. General Kurt von Schleicher gehört zu diesem inneren Kreis, Chef der politischen Abteilung im Reichswehrministerium. Staatssekretär Otto Meissner begleitet Hindenburg auf Schritt und Tritt. Selbst bei den Wahlen weicht er ihm nicht von der Seite. Er war schon Staatssekretär bei Friedrich Ebert und wird es auch unter Hitler bleiben. Ein Diener vieler Herren. Hindenburgs Sohn Oskar spielt eine Schlüsselrolle. Hier führt er den über 80-Jährigen die Treppen des Reichstags hinunter. Oskar ist Adjutant, Leibwächter und Herr über den Zugang zum Präsidenten. Haut ihn, dass die Fetzen fliehen. Schmeißt den Kerl doch raus. Auch Franz von Papen vom katholischen Zentrum gehört zum Beraterkreis um Hindenburg. Er wird der nächste Kanzler. Sein Kabinett wird das Kabinett der Barone genannt. Es hat keine Mehrheit im Parlament. Der neue Kanzler verlässt den harten Sparkurs und bringt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Gang. Sie zeigen schnell Wirkung. Die Länder und Kommunen, vor allem die SPD-geführten, hatten schon vorher Großprojekte in Auftrag gegeben. 1932 wird die neue kreuzungsfreie Autobahn Köln-Bonn vom Kölner Oberbürgermeister und späteren Bundeskanzler Konrad Adenauer eröffnet. Sie ist 1929 in Auftrag gegeben worden, um Jobs zu schaffen. Es ist die erste Autobahn Europas. Die Nazis werden trotzdem später behaupten, sie hätten die erste Autobahn gebaut. Das noch von der Weimarer Mitte-Links-Koalition regierte Preußen kurbelt im Rahmen einer Bildungsreform gleichzeitig auch den Arbeitsmarkt an. In Bonn wird eine Reformakademie im Bauhausstil für angehende Lehrer errichtet. 1949, nach Nazis und Krieg, wird hier der erste Bundestag einziehen. 1932 kungelt Kanzler Papen schon mit Hitler. Er hebt das Verbot von Hitlers Privatarmeen SA und SS auf. Die Folge sind bürgerkriegsähnliche Kämpfe, vor allem in den großen Städten. 17. Juli 1932. Im preußischen Altona bei Hamburg. SA marschiert bewusst durch ein links geprägtes Arbeiterviertel und provoziert eine blutige Straßenschlacht. 18 Menschen lassen am sogenannten Altonaer Blutsonntag ihr Leben. Die Regierung Papen nimmt diesen Vorfall im damals noch preußischen Altona zum Vorwand für den sogenannten Preußenschlag. Die amtierende Landesregierung aus der Weimarer Koalition von SPD, Zentrum und Liberalen wird abgesetzt. Ministerpräsident Otto Braun entlassen. Preußen wird der Reichsregierung unterstellt. Die vorgeschobene Begründung: Preußens Regierung sei unfähig, die Sicherheit zu gewährleisten.
In Wahrheit ist es ein Staatsstreich gegen die Demokratie. Der Reichstag wird 1932 gleich zweimal vom Reichspräsidenten aufgelöst und das Volk zu den Wahlurnen gerufen. Hindenburg erhofft sich endlich klare Machtverhältnisse. Licht aus, Messer raus, haut ihn, dass die Fetzen fliehen. Licht aus, Messer raus, schmeiß den Kerl zum Fenster raus. Das Licht geht tatsächlich aus. Für die Republik. Denn die Deutschen wählen vor allem KPD und NSDAP, die beiden demokratiefeindlichen Parteien von links und rechts, die sich wie Feuer und Wasser hassen, haben zusammen die Mehrheit. Die Mitte löst sich auf. Jetzt gibt es im Reichstag keine Mehrheit mehr für die Republik. Aber die entscheidende Botschaft ist, 1932 haben die Deutschen mit ihrem Wahlrecht derartig Gebrauch gemacht, dass sie antiliberale und antidemokratische Parteien in eine Schlüsselposition befördert haben. Das heißt, mit einem solchen Reichstag, in dem die extremistischen Parteien die Mehrheit bilden, kann man im wahrsten Sinne des Wortes keinen Staat mehr machen. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Ich habe hier eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Die NSDAP wird zwar stärkste Partei, aber Hindenburg lehnt es noch ab, Hitler zum Reichskanzler zu machen. Mein Großvater hatte erhebliche Bedenken. Er hielt es für nicht verantwortungsvoll, Hitler mit der Kanzlerschaft zu betreuen, da Hitler bereits gezeigt hatte, dass er durchaus für radikale Lösungen zu haben war. Arbeitslosigkeit und Verelendung verändern die Gesellschaft. Es trifft vor allem die Kinder. In den Arbeitervierteln der Großstädte, wie hier in Berlin, hausen Familien unter erbärmlichen Bedingungen. In Mietskasernen mit bis zu 5 Hinterhöfen. Die Lebenserwartung ist gering. Große Familien müssen oft mit nur einem Zimmer auskommen. Sie haben kein Geld für eine größere Wohnung. Die Mütter gehen den Kindern immer wieder mit dem Entlausungskamm durch die Haare. Wir wohnten in einer 1,5-Zimmer-Wohnung, das muss man sich mal vorstellen, zu 8 Personen. Allerdings gehörte zu der Wohnung ein Stück erweiterter Korridor, der immer einer der ältesten Geschwister als Schlafecke diente. Die hatten meine Eltern mit einer Bretterwand abgegrenzt, mit einer Tapetentür, mit tapeziert. Meine Eltern waren immer bemüht, auch durch meinen Vater her, eine gewisse Atmosphäre bei aller Armut zu erhalten. In weiten Teilen Berlins herrschen Armut und Hunger. Ein Viertel aller Kinder in den armen Quartieren ist unterernährt. Für manche gibt es in der Schule die einzige warme Mahlzeit am Tag. Der Staat hilft kaum. Was bleibt, sind die armen Küchen der Heilsarmee. Die Heilsarmee war ursprünglich angetreten gegen Alkoholmissbrauch. Nun ist sie oft letzte Rettung gegen das Verhungern. Die künstlerischen Chronisten der Missstände sind Käthe Kollwitz und Heinrich Zille. Käthe Kollwitz ist die Frau eines armen Arztes und dadurch den sozialen Brennpunkten ganz nah. In ihren Zeichnungen prangert sie das Elend offen an. Heinrich Zille zeichnet volkstümlich deftig, humorvoll und warmherzig ein Bild des Milieus, das ihn umgibt. Die Enttäuschung über die Demokratie treibt der NSDAP Millionen Wähler zu. Auch in den Landesparlamenten ist sie mittlerweile die stärkste Partei. Die Nationalsozialisten waren eine Partei, die mit ihrer totalitären Ideologie auf der einen Seite gegen entscheidende Entwicklungen der Moderne, das heißt vor allen Dingen gesellschaftlichen Pluralismus und Vielfalt, zu Felde gezogen ist.
Zugleich aber haben sie sich ganz wesentliche Errungenschaften der Moderne, vor allem die technologischen Entwicklungen, in ganz massivem, konsequentem Maße zunutze gemacht. Sie haben den Rundfunk genutzt, sie haben moderne Medien genutzt. Hitler ist mit dem Flugzeug geflogen. Insofern waren die Nationalsozialisten auf diese Weise auch wieder eine ganz moderne Partei. Und sie waren zugleich eine junge Partei, die vor allen Dingen die, wie man sie genannt hat, die Generation der Unbedingtheit, der um 1905 Geborenen massiv angesprochen hat. KPD und NSDAP liefern sich Schlacht um Schlacht, im Saal und auf der Straße. Und während dieser Vorstellung kamen irgendwelche SA-Leute und stürmten den Titania-Palast. Und ich in Panik bin ich geflüchtet in so eine Seitenstraße rein, weil ich dachte, ich werde totgeschlagen, weil die Polizei mit Knüppeln und SA-Leute und so. Die Regierung ist nicht mehr Herr der Lage. Braune und rote Extremisten halten die Republik im Schwitzkasten. Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich breit und weckt den Ruf nach einem starken Staat. Den will ihnen Reichskanzler Papen nun liefern. In vertraulichen Gesprächen unterbreitet er seinen Plan einer Verfassungsänderung. Er will den endgültigen Wechsel von der parlamentarischen Demokratie zur Herrschaft des Reichspräsidenten. Aber das müsste der Reichstag absegnen. Und es würde wohl keine Mehrheit für eine Selbstentmachtung geben. Die führenden Konservativen sind ratlos und flüchten sich in Diktaturfantasien. Die Frage scheint bald nur noch zu sein, welche Art der Diktatur es sein wird. Faschistisch wie in Italien oder kommunistisch wie in Russland. Die Demokratie hat keine Mehrheit mehr. Wenn es eine Chance gab, dann wurde sie verspielt. Um die Verfassungsänderung ohne Parlament durchzusetzen, verlangt Papen das bisher Undenkbare. Den Reichstag nach Hause schicken und die Verfassung außer Kraft setzen. Doch Hindenburg fürchtet einen Bürgerkrieg und entlässt Papen. Auf Betreiben Kurt von Schleichers. Papen und Schleicher, einst politische Verbündete, werden zu erbitterten Feinden. Juni 1930, Yankee Stadium, New York, Kampf um den Weltmeistertitel im Schwergewicht. Max Schmeling gegen Jack Sharkey. Schmeling boxt sich Runde um Runde zum Titel. Da versetzt ihm Sharkey einen Tiefschlag. Das ist gegen die Regeln. Sharkey wird disqualifiziert, Schmeling ist Weltmeister. Millionen Deutsche verfolgen nachts um drei gebannt den Kampf im Radio. Schmeling wird zum Volkshelden und zu einem der großen deutschen Sportidole des 20. Jahrhunderts. Ein Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. 60.000 Fans sind im Stadion. Als Vorprogramm ein Zeppelin im Tiefflug über dem Stadion, das aufregendste Luftfahrzeug der Epoche. Hertha spielt gegen den Nürnberger FC, vom Radio live übertragen. Wenn es ein Kulturphänomen gibt, das in den 1920er Jahren einen rasanten Siegeszug zu verzeichnen hat, ist es der Sport. Und zwar der Sport als Zuschauersport. Bis zum Ersten Weltkrieg ist Sport eine körperliche Praxis, die vor allen Dingen für die interessant ist, die selber Sport treiben. Ab den 1920er Jahren wird der Sport zu einem Zuschauereignis. Und unter den großen Ballsportarten ist es der Fußball, der in den 1920er Jahren auch Zehntausende in die Stadien lockt. Während in Berlin um die Macht gerungen wird, kämpfen deutsche Sportler in Los Angeles 1932 um olympische Medaillen. Trotz Wirtschaftskrise stellt Deutschland die größte Mannschaft. Ein Jahr zuvor waren die nächsten Olympischen Spiele 1936 nach Berlin vergeben worden. Ein schöner Erfolg für die internationale Anerkennung. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland aus der Olympischen Gemeinschaft ausgeschlossen worden.
Die unsichere politische Zukunft führt zu intensivem Leben in der Gegenwart. Wie ein Tanz auf dem Vulkan. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, heißt bezeichnenderweise ein Schlager der Zeit. Sex und Kokain sind Treibstoff in der Depression. Auch die Frauen wollen es jetzt wissen. Kinder, Küche und Kirche sind für viele passé. Eine neue sexuelle Freizügigkeit ist zumindest in den Großstädten überall spürbar. Da sieht man ja diese Bilder von den Frauen, die über den Kudamm gehen und sehr bewusst provokant sind. Und ich denke, da war Berlin auch wirklich international führend. Also da haben wir nicht die Impulse aus Paris oder New York oder London aufgenommen, sondern in Paris, New York und London hat man die Impulse von Berlin aufgenommen. Also mit dem Griff, die Frauen mit dem Griff zur Hose, haben sie überhaupt auch sich ein Stück Befreiung von der Rolle erlaubt. Auch für Homosexuelle eröffnen sich neue Freiräume. In einer bunten Szene können Schwule und Lesben viele alte Ängste ablegen. Der Reichstag legt 1929 einen Gesetzentwurf vor, der endlich die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen beenden soll. Zur Verabschiedung wird es nicht mehr kommen, weil die Nazis immer mehr Stimmen gewinnen. Lesbischen Frauen bietet die Zeitschrift Die Freundin Themen wie die homosexuelle Frau und die Reichstagswahl oder rauchende Frauen. Ausdrücklich wird auf der Titelseite darauf hingewiesen, dass die Zeitschrift von Zeitungshändlern überall öffentlich ausgehängt werden darf. Doch vor allem von den Rechtsextremen kommt Widerstand, auch mit Gewalt. In München kann keine Krise das Oktoberfest vermiesen. Wie in einer anderen Welt. Ein Millionenpublikum amüsiert sich und vergisst die politische Situation im seligen Bierrausch. Die Kassenschlager in den vollen Kinos sagen viel über den Geist der Zeit. Der Krimi M, eine Stadt sucht einen Mörder, hat die Ringvereine und den legendären Mordkommissar Ernst Genner zum Vorbild. Noch größeren Zulauf haben die im Studio Babelsberg aufwendig produzierten Filme über Friedrich den Großen. Sie ziehen Millionen Kinogänger in ihren Bann. Die Botschaft ist klar. Hoffnung wecken auf einen starken Führer wie einst den Preußen Friedrich. Der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues nach dem Roman von Erich Maria Remarque macht Furore. Er schildert die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkriegs aus der Sicht der einfachen Soldaten. Ein Aufschrei rechter Veteranen geht durchs Land. Ihre Heldengeschichten wollen sie sich nicht nehmen lassen. Ein neues Massenvergnügen. Kunstflugmeisterschaften auf dem Münchner Oberwiesenfeld. Ein junger Draufgänger wird mit wagemutigen Tiefflügen berühmt. Ernst Udet. Im Dritten Reich wird er Cheftestpilot der Luftwaffe und Hitlers Günstling. Vorweihnachtszeit München 1932. Der Geruch von Lebkuchen und Glühwein liegt über der Stadt. Mit einer stimmungsvollen Adventszeit bereitet sich München auf das Fest vor. Zur gleichen Zeit im politischen Berlin. Keine besinnliche Vorweihnachtszeit, stattdessen verzweifelte Suche nach Auswegen aus der Staatskrise. Kurt von Schleicher tritt im Dezember 1932 aus dem geheimen Machtzirkel um Hindenburg ins Rampenlicht. Der Reichspräsident macht ihn zum Kanzler. Angesichts der vielen Arbeitslosen will Schleicher ein sozialer Kanzler werden. Er braucht Verbündete. Im sogenannten Projekt Querfront sucht er den Pakt mit dem SPD-nahen Gewerkschaftsbund und dem Gewerkschaftsflügel der NSDAP. Doch Hitler verbietet die Zusammenarbeit. Damit ist der Plan schon nach wenigen Tagen gescheitert. Hitler wird Schleicher seinen Versuch, die NSDAP zu spalten und ihn zu übergehen, nicht verzeihen. Nach der Machtübernahme wird Hitler Schleicher und dessen Frau ermorden lassen. Kaum im Amt ist Kanzler Schleicher in der Sackgasse. In seiner Not fordert er ebenso wie vor ihm Papen, den Staatsnotstand auszurufen und den Reichstag aufzulösen. Reichspräsident Hindenburg lehnt wieder ab. Schleicher muss gehen.
in der Dunkelkammer der Macht. Schon während Schleichers Kanzlerschaft hat der rachsüchtige Papen an dessen Stuhl gesägt. In Geheimgesprächen nimmt er Regierungsverhandlungen mit Hitler auf. Mit anderen Konservativen hackt Papen einen scheinbar raffinierten Plan aus. Hitler einrahmen und die NSDAP austrocknen. Das ist das Ziel. Sie überreden Hindenburg zu einem Kabinett mit Hitler als Kanzler, denn der ist immerhin Chef der stärksten Reichstagsfraktion. Zusammen mit Hugenbergs Deutschnationaler Volkspartei soll er jedoch eingerahmt und gezähmt werden. Die Konservativen hoffen, die unerfahrenen Nazis würden sich in der Regierungsverantwortung schnell abnutzen und Wählerstimmen verlieren. Papen erklärt einem Vertrauten siegessicher: In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Eine wahrhaft historische Fehleinschätzung. Und der alte Reichspräsident gibt seinen Widerstand gegen Hitler auf. Ist es leider nicht wegzudiskutieren, dass auch mein Großvater allmählich zu Hitler Vertrauen gefasst hat. Ja, also Hitler hat einiges dazu getan, ein Vertrauen zu erwecken. Dazu gehörte unter anderem, dass er niemals in Uniform erschienen ist, sondern immer in einem schwarzen Anzug. Aber das allein war es natürlich nicht. Und hat auch den Dingen eigentlich immer zugestimmt, was mein Großvater ihm gesagt hat. Ob er es dann immer getan hat, ist eine zweite Frage. 30. Januar 1933. Hitler am Ziel. Hindenburg überträgt ihm die Kanzlerschaft. In der stillen Hoffnung, die Einbindung der Rechtsextremisten könne die politische Situation beruhigen. Bis zu seinem Tod 1934 wird Hindenburg sein Vertrauen in Hitler nicht verlieren. Die Nazis handeln schnell, schränken Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit massiv ein und machen Jagd auf politische Gegner. Innerhalb weniger Wochen sind die Lebensadern der Republik gekappt. Zur Überraschung der einen, von anderen hellsichtig vorhergesehen. Gegenwehr gibt es kaum. Die Republik hat keinen mehr, der für sie kämpft. Die Weimarer Republik ist keine politische Totgeburt gewesen, also keine Demokratie, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt worden wäre. Der verlorene Krieg lastete wie ein böser Albtraum auf dieser Republik. Der zweite Faktor ist, dass im Jahr 1923 die Hyperinflation dazu geführt hat, dass bestimmte Strukturen des Vertrauens irreparabel zerstört wurden. Und hinzu kam, und das ist der letzte Punkt, dass kein Industrieland in Europa von der Weltwirtschaftskrise derartig stark betroffen wurde wie das Deutsche Reich. Rund 15.000 Deutsche sind in der Weimarer Republik politischer Gewalt von rechts oder links zum Opfer gefallen. Man spricht immer vom Scheitern der Weimarer Republik, aber man sollte auch die Erfolge sehen. Also die Weimarer Republik, obwohl sie eigentlich in einer konstanten Krise war, hat Unglaubliches geleistet. Also es gibt einmal die Sozialpolitik der Weimarer Republik, die Vorbild war und die dann in der Bundesrepublik übernommen wurde. So das, was wir heute als Sozialpolitik kennen, das kommt eigentlich zum großen Teil aus Weimar. Die Verfassung der Weimarer Republik wurde weitgehend in der Bundesrepublik übernommen. Also auch hier sieht man eine sehr erfolgreiche, sehr moderne Verfassung, die man ein wenig umbauen musste, ein wenig, sag ich mal, ja, verteidigungsmächtiger. Aber sie funktionierte eben sehr gut. Also insgesamt haben wir heute gelernt, Demokratien müssen sich verteidigen. Stellvertretend für ein letztes Aufbäumen des demokratisch-republikanischen Geistes sind die Worte des SPD-Vorsitzenden Otto Wels in seiner letzten Rede vor dem Reichstag. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Mutige und lebensgefährliche Worte. Wels muss gleich nach seiner Rede ins Exil fliehen. Er stirbt 1939 in Paris. Wenige Wochen nach Hitlers Machtübernahme werden die ersten Konzentrationslager eingerichtet. Nacht über Deutschland. Formell gilt die Weimarer Verfassung noch bis 1945. Erst die Alliierten setzen sie außer Kraft. Doch der Kern der Verfassung wird von den Nazis völlig ausgehöhlt. Spätestens mit dem Brand des Reichstags 1933
sind Recht und Freiheit in Deutschland de facto aufgehoben. Die deutsche Demokratie ist zerstört, von innen. Und es dauert mehr als ein Jahrzehnt, bis sie von außen wiederbelebt wird.